Gequatscht wird viel. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur dritten Episode von Gequatscht wird viel. Ich bin heute hier nicht alleine, ich habe den guten Markus mit dabei. Markus ist Spielentwickler und ich würde sagen, du kannst dich erstmal einmal vorstellen. Ja, also erstmal, es freut mich sehr, hier zu sein, besonders weil ich mir die Podcasts, die Gothic-Podcasts auch immer gerne angehört habe, also wir sprechen uns noch halt immer gerne angehört habe und deswegen freut es mich besonders, heute auch mal auf der anderen Seite quasi zu sitzen und über ein Thema zu sprechen. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, mein Name ist Markus und ich mache seit ungefähr jetzt 8 Jahren Spiele und habe damit so angefangen, weil mich die Idee einfach fasziniert hat, ein eigenes Spiel zu entwickeln und auch dann relativ schnell ganz konkret mein eigenes Rollenspiel quasi zu entwickeln. Und dementsprechend habe ich damit auch am meisten Erfahrung. Also ich habe den Großteil der Zeit eigentlich Rollenspiele oder versucht, Rollenspiel-ähnliche Sachen auf jeden Fall zu machen. Ich habe auch mal ein bisschen was im Strategiebereich gemacht, aber das ist eigentlich vernachlässigbar. Dann, was noch vielleicht interessant wäre, ist, dass in meiner Historie als Spielentwickler, dass ich zum allergrößten Teil, bis auf ein paar Ausnahmen, alleine quasi entwickelt habe. Das wird das heutige Video auch vielleicht deswegen interessant, weil ich dadurch die verschiedenen Felder der Spielentwicklung, besonders im Bereich von eben Rollenspielen, also sowas von Soundeffekten bis Animationen, über 3D-Modelle, Kampfsystem und so weiter, habe halt in diesen Feldern allen mal gearbeitet und auch teilweise relativ intensiv. Mhm. Dann vielleicht noch zu meiner Laufbahn als Spieler ein paar Worte. Ich spiele auch seit meiner Jugend eigentlich Gothic und das ist auf jeden Fall auch eins meiner Lieblingsspiele. Und bis auf Elex 2 habe ich eigentlich alle Piranha Bytes Spiele gespielt. Die früheren, also alles bis Ryzen 1, habe ich auch mehrmals durchgespielt, also teilweise auch 3, 4, 5 Mal. Mhm. Und ja, dann ist vielleicht noch 1, 2 Worte zu meinem aktuellen Projekt. Und zwar ist das Raidborn. Das ist bislang auch mein größtes Projekt, an dem ich momentan arbeite, seit jetzt ungefähr 4 Jahren. Und dann vielleicht noch, was ist Raidborn, warum habe ich das gemacht und so weiter. Also im Herzen ist dieses Projekt, an dem ich gerade arbeite, ein Dungeon Crawler. Ich sage immer ganz gerne, im Prinzip ist es ein bisschen wie Diablo, nur in First Person. Mhm. Und der Grund, warum ich das Spiel so ein bisschen gemacht habe, war, um so einen Gegenentwurf zu diesen modernen RPGs ein bisschen zu bieten, die mittlerweile auch sehr stark in diese Verhaltenstherapie, man kennt es so ein bisschen, überall Fragezeichen auf der Map und so weiter, ausarten. Ja, ja, und, ja. Und man irgendwie nicht so schnell zu dem Punkt kommt, wo man eigentlich sein will. Und außerdem gibt es Dungeon Crawler auch nicht mehr so viel. Und wenn, dann sind sie meistens 2D, Top-Down und so weiter. Und ich dachte mir, es wäre doch mal cool, so einen First-Person-Dungeon Crawler zu haben, wo man einfach schneller ins Geschehen reinkommt. Wo man diese Erkundung von Dungeons, das ist so ein bisschen das Kernelement von Raidborn, wo man da schnell reinkommt. Und dann vielleicht noch ein Satz, dann wäre ich auch damit auch doof. Also noch ein Punkt, den Raidborn so ein bisschen ausmacht, ist, dass es sehr stark auf dynamisch generierten Content setzt und dabei gleichzeitig auch darauf achtet, dass es nicht so generisch wirkt, wie man das normalerweise vielleicht so kennt. Und ja, das wäre soweit zu mir und zu meinem Projekt und woher ich komme und so weiter. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Jetzt hast du viel gesagt. Wenn ihr die Sachen auschecken wollt, Raidborn auschecken wollt oder auch den YouTube-Kanal von Markus, dann habe ich euch die Links wie immer in die Beschreibung gepackt. Schaut da gerne mal vorbei, denn du hast jetzt zwar, glaube ich, jetzt schon seit längerem nichts mehr hochgeladen, aber du hast auch vor, wieder in Zukunft mal ein bisschen Infos zu deinem Spiel und zu der Entwicklung da hochzuladen und ja, das dürfte ja für ganz viele Leute interessant sein. Du hast ja da auch so ein Newsletter und so und ich denke, ich verlinke das mal alles, dann können sich die Leute das anschauen, die sich für dein Spiel interessieren. Genau, aber darum soll es gar nicht gehen und ich hoffe, es war jetzt auch nicht zu lang, die Einleitung. Nein, Quatsch. Okay, alles klar. Ja. Wir haben keinen Stress und wir haben ganz viel Zeit. Ja. Und ja, du bist heute hier, weil du hattest mich neulich mal angeschrieben und meintest, ja, ich möchte mal mit einem Thema so ein bisschen aufräumen, wo es sehr viele Missverständnisse gibt und auch bei mir Missverständnisse gibt oder gab, zum Thema Game Engines. Und darüber wollen wir heute sprechen und warum Game Engines alleine jetzt nicht zum Beispiel die Lösung sind für Piranha Bytes, denn Elex 2 stand ja oft in der Kritik, Elex 1 auch schon, also bei Piranha Bytes wurde immer gesagt, ihr braucht eine neue Engine und dann wird alles besser. Und du hast da so ein bisschen widersprochen und wolltest heute einfach mal aufklären. Und deswegen würde ich dich jetzt mal bitten, für die Leute, für alle, sag ich mal, Laien da draußen, wo ich mich jetzt auch ganz klar dazu zähle, was ist überhaupt eine Game Engine und wie würdest du es Leuten erklären, die damit jetzt mit dem Begriff jetzt gar nichts anfangen können? Wie erklärt man das den Leuten?
Also vielleicht noch ein ganz kurzer Satz. Ich finde sogar, dass eigentlich seit Gothic 2 die Nacht des Raben schon ein bisschen der Vorwurf herrscht. Seit Gothic 2 wurde schon gesagt, das ist immer noch das Grafikgerüst von Gothic 1. Also da wurde schon ein bisschen, das ist schon immer, dass Piranha Bytes diesen Vorwurf hat, dass man sagt, technisch ein bisschen veraltet. Bei Gothic 3 waren es die Bugs und so weiter. Also das nochmal ganz kurz noch. Mhm. Ja, dann, was sind Game Engines? Also ich merke halt ganz oft in Kommentaren, dass immer dieses geschrieben wird, ja, die sollen doch einfach mal Unreal benutzen, auch bei anderen Spielentwicklern oder auch bei Bethesda Games wird das oft gesagt, diese veraltete Engine und so weiter. Und man muss verstehen, dass eine Engine im Prinzip nur eine Ansammlung von, sag ich mal, Werkzeugen ist. Also man muss vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt natürlich manche Game Engines, die sind geschlossen, so wie Unreal eigentlich auch. Ich glaube, Unreal ist ja relativ offen. Aber ich sag mal so, eine Game Engine kann schon was ausmachen. Also nehmen wir an, eine Game Engine ist schlecht und gleichzeitig erlaubt sie nicht, dass man sie verändert. So etwas gibt es auch. Dann kann man schon sagen, dass die Game Engine schuld ist, natürlich. Aber das ist normalerweise nicht der Fall. Und besonders bei Piranha Bytes, worüber wir hier ja ganz konkret sprechen, ist es auf jeden Fall nicht der Fall, denn sie haben ja eine eigene Engine. Mhm. Und bei Unreal ist es auch so, dass du zwar schon auch was da verändern kannst, aber das natürlich dann eingeschränkter ist. Bei Unity zum Beispiel ist es sogar noch eingeschränkter. Und vielleicht noch, wenn ich in einem Satz quasi beschreiben müsste, was heute meine Aussage ist, dann wäre es, Spielentwicklung ist ein Handwerk. Was bedeutet, alles, was damit einhergeht, da gehen wir jetzt ja auch im Video noch drauf ein, aber die Aussage ist so ein bisschen, das Werkzeug ist nicht so relevant für das, was rauskommt, wie der Handwerker, der da sitzt und das quasi macht. Mhm. Und deswegen muss man auf jeden Fall eine Game Engine als ein Werkzeug begreifen, beziehungsweise ein Set von Werkzeugen, die man auch übrigens, das ist auch noch eine Aussage, die wichtig ist, jederzeit halt erweitern kann, verändern kann und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr, sehr dynamische Sache, so eine Game Engine. Man könnte ja auch sagen, eine Game Engine ist wie die Werkbank und alle Werkzeuge, die da drauf liegen, sind dann Teile der Engine oder sozusagen. Oder das Gesamte. Also quasi ja die Werkbank und die Werkzeuge zusammen sind die Game Engine so ein bisschen. Genau, und das ist quasi genauso, wenn du dann sagst, ich würde jetzt gerne hier noch das besonders fein feilen, dann kaufst du dir eine Feile, oder stellst dir eine her, übertrieben gesagt, eine Feile, die noch feiner quasi feilen kann, blöd gesagt. Und dann, also das kann man ja auch, kann man sich ganz gut vorstellen, da kann man ja alles dazu tun oder wegnehmen, quasi zur Ganze. Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo ich so ein bisschen, schon fast traurig werde, wenn ich darüber rede, weil sonst, wenn man dieser Aussage sonst Glauben geschenkt hat, dass man sagt, okay, das liegt an der Engine, dann ist das zumindest klingt es nach außen hin für mich plausibler, warum es diese ganzen Probleme gibt oder gab bei Piranha Bytes immer wieder. Ne? Mhm. Und wenn man dann sich Elex 2 zum Beispiel anguckt, was ja gerade in unserer Community sehr stark in der Kritik stand auch und international, es ist ja komplett gefloppt. Und Elex 2 hat sehr viele Probleme, die alten Piranha Bytes Spiele hatten auch schon Probleme und da war es für mich immer einfach dann zu sagen, okay, die Engine ist schuld. Und damit kann ich dann leben. Dann kann man sagen, okay, Piranha Bytes hat sich einfach daran gewöhnt, damit zu arbeiten, aber die müssen mal updaten und dann wird alles gut. Aber du sagst ja jetzt, okay, die Engine an sich ist ja gar nicht schuld. Und dann kommen wir wieder zu dem Problem, dass man sagen muss, okay, die Leute davor, die Handwerker, wie du sie beschreibst, sind schuld. Und dann, wo ist das Problem? Was macht Piranha Bytes falsch? Was glaubst du, was da irgendwo falsch läuft mit der Arbeit an ihrer Engine? Weil sie haben sie ja erweitert und viele Sachen sehen ja auch, sogar auch bei Elex 2 ist ja auch nicht alles schlecht. Manche Dinge sind ja auch gut gelungen. Und das wundert einen dann total als Spieler, wenn man das dann konsumiert und sich denkt, okay, wie kann das sein? Weil eigentlich, das sieht gut aus, das läuft gut und das passt überhaupt nicht zusammen und das ist alles katastrophal sogar. Ja, also erstmal, ich will natürlich jetzt nicht mit dem Finger auf die zeigen und sagen, die sind schuld, also so will ich es nicht, ausdrücken. Aber ich finde es witzig, weil gerade bei Piranha Bytes kann man eigentlich nicht sagen, dass die Game-Engine schuld sind, weil sie ja selber machen. Also und das sind ja auch die Leute davor, die das machen. Also man könnte jetzt sagen, die Engine-Entwickler sind schuld, blöd gesagt, was auch nicht ganz stimmt. Aber ich sag mal so, gerade weil sie eben nicht eine andere Engine, eine externe Engine benutzen, da könnte man sagen, ja gut, sie benutzen jetzt Unreal und nehmen wir an, Unreal wäre einfach schlecht, da könnte man sagen, gut, man könnte man trotzdem sagen, dann wechselt doch die Engine, aber dann könnte man eher sagen, die Engine ist schuld, weil sie vielleicht die nicht verändern können, so einfach und wie weiteres. Aber können sie ja, also gerade ist ja der Vorteil einer eigenen Engine, dass du da die komplette Kontrolle hast. Ja. Ich habe jetzt gerade deine Frage noch vergessen, aber da kommen wir gleich noch zurück. Ich wollte nur noch eine Sache ansprechen, woher vielleicht auch dieser Irrglaube kommt. Dazu wollte ich noch ein, zwei Sätze vielleicht sagen. Ja, gerne. Weil ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, warum Unreal Engine auch immer so als das Flaggschiff gesehen wird, ist halt, weil es sich sehr gut positioniert und weil es sich sehr gut vermarktet. Und ich meine, viele kennen bestimmt diese,
diese Render-Trailer oder diese Cinematics, die die machen, diese Grafik-Demos, die halt wirklich sehr, sehr gut sind. Und sie tun auch sehr, sehr viel für ihre Entwicklergemeinde und liefern denen zum Beispiel halt hochkarätige Assets, also konkret heißt es irgendwelche Modelle. Das geht sogar so weit, also dass sie wirklich Sachen, die in Filmen benutzt werden, also für CGI und so, dass solche Sachen einfach teilweise sogar kostenlos jedem Unreal-Entwickler zur Verfügung stehen. Ja, und krass. Natürlich ist es für diese Personen dann recht einfach, in Anführungsstrichen, irgendwie ein schönes Level zu bauen, weil sie haben halt diese AAA-Assets einfach schon an der Hand. Mhm. Und für einen Laien, der sieht dann irgendwie so eine geile Szene. Übrigens, gutes Beispiel hierfür ist auch diese Gothic 1, irgendwie Back to the Colony hieß das doch. In Unreal Engine 4 wurde das, glaube ich, gemacht. Dieses kleine Remake-Prototyp. Ja. Da konnte man, da wurde, glaube ich, auch teilweise geschrieben, ja, der Typ, der, das war, glaube ich, auch nur einer, der Typ kann es irgendwie besser als Piranha Bytes. Aber das ist ja auch nur, der hat ja quasi die ganzen Assets schon, er baut nur noch ein Level, das dauert vielleicht mal ein paar Wochen oder so, aber dann hat er es fertig. Auch nicht vergessen, da ist dann kein Gameplay großartig drin, da sind keine NPCs und das kostet alles auch Performance und dann kannst du es halt viel einfacher, einfach nur eine Szene zu bauen, die schön aussieht. Und wo halt kein Spiel ist, sag ich mal. Das ist viel, viel komplexer, wenn du dann ein Spiel draus machst. Und deswegen kann man es den Leuten auch nicht wirklich verübeln, dass sie das dann nicht sehen, weil man sieht es halt einfach nicht. Also vor allem auf einem Bild, wenn du einfach nur ein Bild zum Beispiel siehst von einer schönen Szene in Unreal, du siehst ja nicht, also anders gesagt, wenn du dagegen vergleichst ein Spiel, das Gameplay hat, das auch ein Screenshot nur ist, das siehst du ja das Gameplay in dem Bild nicht. Also du kannst richtig. Ja. Und deswegen sagen dann die Leute, ja, Unreal sieht gut aus und so. Aber ich finde grundsätzlich diese Aussage, zu sagen, eine Engine sieht gut aus, ist an sich schon so ein bisschen irreführend und falsch eigentlich. Weil das ganz viel auch in den Assets liegt. Und jetzt vielleicht noch ein, zwei Sätze. Das Witzige ist, die Assets, die in Unreal drin sind, könnte man auch einfach in die Piranha Bytes Engine reintun. Das ist gar kein Problem. Diese Dateiformate sind ja, kann man ja quasi hin und her schieben. Das ist wie ein JPG-Bildformat, das sage ich jetzt mal ganz blöd. Von daher hängt es halt auch ganz viel davon ab, wie sich eine Engine vermarktet und da ist Unreal auf jeden Fall sehr, sehr gut da drin und tut auch sehr viel dafür. Ja, ich finde es interessant, dass das spricht so wieder für unsere Gesellschaft, die so schnelllebig ist. Man guckt immer nur schnell hin, man will immer schnell konsumieren, aber man sieht die Arbeit hinter sowas gar nicht. Und ich glaube, da rührt das Problem dann auch her, ne? Wie du es gerade auch erklärt hast, dass Leute das gar nicht sehen, was dahinter steckt. Und sie sind von einem kleinen Bild, nenne ich das jetzt mal, viel mehr beeindruckt und vergleichen das dann mit einem ganzen Spiel auf der anderen Seite und sehen gar nicht die ganzen Zusammenhänge und die Arbeit dahinter. Ich will da ganz kurz noch einhaken und noch ein Beispiel nennen aus meinem eigenen Alltag, wo ich das auch feststelle, und zwar es gibt viele auch sehr, sehr große YouTuber, die so ein bisschen sich, denen ihr Konzept so ein bisschen ist, dann zu sagen, irgendwie so, ich habe GTA 5 in Unreal gemacht oder so, blöd gesagt, das ist dann der Videotitel, und dann siehst du, wie sie in relativ kurzer Zeit irgendwie so einen GTA-Klon machen, dann denkt man sich auch, wow, voll krass, warum kann das Entwickler XY nicht, aber es ist halt ein massiver Unterschied, so einen Prototypen zu bauen, versus etwas dann zu balancen, zu Performance fixen und so weiter, und dass du darauf achtest, watch Content und, also da hängt halt viel, viel mehr dran. Also was zu machen, was man schnell mal rausfeuern kann und wo Leute dann beeindruckt sind, ist nicht so schwer, wie halt wirklich ein Spiel zu machen, das am Ende ein Spieler spielt, wo alle Sachen funktionieren, wo Gameplay funktioniert, wo Performance funktioniert und. Also das wollte ich noch sagen, ja. Ja, das macht ja auch total Sinn, ne? Gerade wenn man überlegt ja auch, wenn du es jetzt wieder mit den Handwerkern vergleichst, das wäre so, als wenn ein Handwerker sich ein Fertighaus baut. Da kommt, er hat einen Kran und stellt sich alle Teile hin mit einem Fertighaus und die anderen bauen alles von Hand. Ne? Ja, so ungefähr, ja. Leute, das, ne? Das kannst du halt nicht vergleichen. Das kannst du halt nicht vergleichen, ja. Ja. Meine ursprüngliche Frage war jetzt, was glaubst du, woran das liegt, dass Piranha Bytes anscheinend mit der Arbeit mit ihrer Engine so viele Probleme hat? Also ist das Zeitmangel, den sie haben, was ich immer glaube, dass sie sich einfach übernehmen, oder läuft da vielleicht intern irgendwas falsch? Was meinst du, warum diese Probleme überhaupt aufkommen? Ja, das ist eine interessante Frage und darauf habe ich auch keine konkrete Antwort, weil ich muss auch sagen, an manchen Stellen wundere ich mich selber, weil ich mir denke, ja, es ist ein kleines Team, aber trotzdem haben sie die Mittel, sich professionelle Leute zu holen, sage ich jetzt mal, und Leute, die das meinetwegen sogar studiert haben oder einfach das gut können oder was auch immer. Und manchmal wundere ich mich schon, dass sie manche Sachen, also irgendwelche Beleuchtungssachen oder die klassischen Gelare aus Elex 1, ich weiß nicht, ob es in Elex 2 immer noch so ist, aber wo man sich denkt, das kann doch sich keiner angeschaut haben und sich gedacht haben, ja, das ist gut, so habe ich das in der Designschule gelernt, dass Haare aussehen oder so, blöd gesagt. Und wenn selbst einzelne Indie-Entwickler das teilweise besser hinbekommen, dann frage ich mich manchmal schon, woher das kommt irgendwie. Ja. Weil ich finde, gerade an der Engine, finde ich sogar, liegt es eher nicht, weil sie sagen ja selber, wir entwickeln die schon seit x Jahren. Und das ist ja auch immer Aussage, wenn man sie fragt, warum benutzt der nicht irgendeine andere Engine, sagen sie immer,
ja, weil wir die schon so weiterentwickelt haben und auf uns abgestimmt haben. Und ich glaube, ja, da ist auf jeden Fall auch was dran. Also könnte man sogar sagen, also eigentlich ist ihre Engine, müsste sogar sie darin unterstützen, eine gute Arbeit zu leisten, eigentlich, wenn sie es wirklich seit, wann, sagen wir mal, seit Gothic 3 haben sie mindestens diese Engine. Ja, und ja, wie alt ist das jetzt? Das ist 2006, glaube ich, rausgekommen. Das sind, genau, ja, kann gar nicht rechnen, 16 Jahre ist es her. Mhm. Kann man jetzt nicht sagen, da hätten sie keine Zeit gehabt, das auf sie abzustimmen. Oder, ja. Und wie du, eine Sache vielleicht noch, wie du auch schon gesagt hast, die, teilweise sieht Elex 2 gut aus und das zeigt auch, sie haben die nötigen Features, die Technik, was die Engine wirklich braucht, das haben sie. Da bin ich mir auch sehr sicher, das sieht man einfach auch. Und da liegt es dann eher an der Umsetzung, wie Sachen wie Sachen halt umgesetzt sind am Ende des Tages. Ja, ja, weil das ist ja das Merkwürdige. Du hast teilweise so Sachen, die, wo man sich fragt, wie du es gerade auch meintest, hat man das, ist man so damit zufrieden? Weil das dachte ich mir so, wenn ich jetzt Björn und Jenny fragen könnte, seid ihr zufrieden mit eurem Spiel? Und das klingt immer so hart, aber man, also wenn ich das sehe, dann denkt man sich, das wirkt unfertig. Wenn man sich zum Beispiel Elex 2 als Beispiel wieder nimmt und sich die Gesichter anguckt, die Haut anguckt, mhm, der NPCs, da kommt, je nachdem, wie die Lichtstimmung ist, ein ganz anderes Bild auf. Und manchmal sehen die ganz okay aus und manchmal sehen sie fürchterlich aus, die Charaktere und die NPCs. Und man denkt sich, wie kann man sowas absegnen? Wie kann sowas rauskommen? Und für mich kommt da immer nur in Frage, sie sind nicht fertig geworden. Weil alle Piranha-Bytes-Spiele bisher, die rauskamen, waren ja zum Late-Game hin eher schlechter geworden und wirkten unfertig. Und ich finde, Elex 2 ist da der Extremfall nochmal. Und dieses Problem gab es aber schon seit Gothic 1, ne? Ja. Dass das Late-Game schlechter wurde, so ein bisschen, da fehlten dann Nebenquests, ja, dann war so ein bisschen mehr Kämpfen und so. Aber diese Spiele haben mit anderen Punkten noch überzeugt und waren ihrer Zeit damals voraus. Aber man kann heute nicht mehr quasi die Fehler machen, die Gothic 1 gemacht hat und denken, man kommt damit durch. Ne? Aber gut, das funktioniert nicht. Das fände ich ja noch, ist ja noch das geringste Problem, dass es am Ende immer irgendwie ein bisschen seicht wird. Damit könnte man ja noch leben, aber es gibt ja so viele andere Probleme. Also Ja, vor allem ist das so ein Sammelsurium an ganz vielen Problemen und deswegen wirken dann die Leichtprobleme, die man sonst noch verzeiht, noch viel schlimmer, weil ja so viele verschiedene Probleme aufkommen. Und Grafik, wir sind alle, glaube ich, die Piranha-Bytes-Spiele mögen, jetzt keine Grafikhuren, nenne ich jetzt mal grob gesagt, sondern uns ist da vielmehr so eine Atmosphäre und Ästhetik wichtig, die einfach zusammenpasst. Und ich finde, gerade bei Elex 2 passt da sehr viel nicht mehr zusammen. Und das wirkt oft so, als wäre man in unterschiedlichen Spielen gelandet. Und auch die Welt sieht teilweise hübsch aus, aber die NPCs passen dann gar nicht mehr da rein. Und diese ganzen Dinge, und da fragt man sich so, vorhin war es ja so, du meintest, wir wollen mit niemandem den Finger rausholen, auf jemanden zeigen und sagen, du bist schuld. Aber man kann ja eigentlich niemandem die Schuld geben, außer Piranha Bytes, weil sie haben ihre Engine, sie arbeiten damit und naja, irgendwas läuft ja falsch. Ja, das stimmt natürlich, aber ich meine, insgesamt, man darf auch nicht vergessen, grundsätzlich ist Spielentwicklung halt, und das ist jetzt keine Entschuldigung, aber Spielentwicklung ist halt ein sehr, sehr komplexes Feld und es gibt unendlich viele Fettnäpfchen, die man treten kann. Auch was Kampfsysteme angeht, ist unfassbar komplex. Da kann man so viel falsch machen und wenn am Ende das Konzept nicht ganz aufgeht und einfach kein Geld oder keine Zeit mehr hast, dann ist es halt einfach so, wie es ist. Ich glaube, das sind auch schon auch mitunter, ist bestimmt auch ein Grund, warum manche Sachen so sind. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, woran liegt es, mir ist auch noch eine Sache gerade eingefallen, und zwar, ich habe fast manchmal das Gefühl, dass denen bestimmte Charaktere oder Positionen fehlen. Also, dass sie vielleicht niemanden haben, der sich wirklich gut mit Beleuchtung auskennt, weil es auch teilweise, wenn man sich Elex 2 anschaut, sieht es sehr flach aus und die Beleuchtung ist einfach nicht so gut. Das liegt aber auch wieder nicht an der Engine, sondern das liegt einfach zum Teil an der Umsetzung. Man könnte das höchstens noch maximal auf Performance-Gründe schieben, dass man sagt, die Engine ist nicht besonders performant, deswegen kann man gefühlt nur drei Lichtquellen platzieren, aber das glaube ich nicht wirklich. Also daran wird es nicht wirklich scheitern. Und selbst da kann man sich ein paar Kniffe überlegen, wie man Sachen faked oder so. Also das ist trotzdem kein Indikator dafür, dass es jetzt schlecht aussehen muss oder so. Also ich habe manchmal das Gefühl, da fehlen einfach Leute und da wird ein bisschen, dass Piranha Bytes vielleicht auch ein bisschen zu chaotisch ist und zu sehr darauf fokussiert ist, ihr eigenes Ding zu machen. Und dann vielleicht auch so sagen, weiß nicht, so, das ist mir einfach nicht so wichtig. Also vielleicht sagt auch, Björn ist ja auch so ein bisschen der führende Kopf, vielleicht sagt er, mir ist es einfach nicht so wichtig, dass das so voll gut aussieht. Ich will unbedingt Quest X machen oder ich will unbedingt diese und jene Story erzählen oder was auch immer. Und dann Sachen vielleicht so ein bisschen runterrunden fallen, weil die Leute auch alle so ein bisschen zu sehr ihren eigenen Ideen nachjagen und dann niemand mal sagt, ja, Leute, das muss ja am Ende aber auch irgendwie gesamtstimmig sein.
Ja. Ja, ja, das ist halt wirklich so ein Punkt, wo man sich fragt, wieso ist das so? Ist da keiner, der so eine führende Hand darüber legt und sagt, das müssen wir erreichen? Weil ich meine, sie haben ja jetzt auch, jetzt war 5 Jahre Entwicklungszeit, sie haben ihren neuen Publisher, THQ Nordic, wo man denkt, okay, da sind auch die nötigen Geldmittel jetzt vorhanden, um auch Engine zu erweitern, um Leute einzustellen, um ne, alles zu machen, was man eigentlich braucht, um ein gutes Spiel dann nachher zu entwickeln. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie sich einfach zu viel vornehmen, dass sie sagen, wir wollen eine riesige Welt, wir wollen so viele Fraktionen, wir wollen diese und diese Waffen, ne, Kampfsystem wieder komplett über den Haufen geworfen, machen wir nochmal neu und, wir wollen noch das Jetpack haben mit neuen Features, bla bla bla, wir wollen die und die Monster haben, das und das und am Ende hast du alles drin, aber alles so ein bisschen halbherzig, wie es wirkt, ne, und nicht ganz fertig und mich würde es dann eher freuen, wenn man sagt, okay, wir sind ein kleines Team, wir haben die und die Mittel und wir machen jetzt lieber ein kleineres Spiel, was ähnlich groß ist wie ein Gothic 1 oder wie ein Risen 1 und konzentrieren uns dann darauf, dass die Features, die wir einbauen wollen, auch mal funktionieren und gut umgesetzt sind und damit man dann nicht so dieses Problem hat, dass man am Ende halt so ein halbfertiges Produkt bekommt, weil so wirkt es, ne. Mhm. Ja, ich, wobei man da ein bisschen auch vorsichtig sein muss, das stimmt halt zum Teil schon und ich bin auch der Meinung, sie sollten auf jeden Fall ein bisschen kleiner werden. Ich sehe das aber auch nicht als Hauptproblem, einfach auch deswegen, weil manche dieser Segmente voneinander getrennt sind. Also nur weil jetzt jemand sagt, ich will ein Jetpack und 10.000 Fraktionen, heißt das ja nicht, dass deswegen die Grafik schlecht aussehen muss, weil das sollte ja im Idealfall jemand anders machen in der Firma. Ja. Deswegen ist das auch nur so ein bisschen Grund. Also das mag vielleicht dann sein, dass man sagt, okay, deswegen fühlt sich das Kampfsystem ein bisschen komisch an und so, weil man zu viele Gameplay-Elemente gemacht hat. Ja, das kann durchaus sein, aber das entschuldigt ja trotzdem nicht den technischen Zustand vom Spiel, weil darum geht es ja jetzt heute primär eigentlich auch. Das ist ja auch die Kritik an dem Spiel, dass man sagt, da sieht technisch nicht so gut aus und so weiter. Und ich würde sagen, führe erstmal deinen Gedanken aus. Ja, nee, ich wollte eigentlich gerade noch zu dem Thema kommen, zu Animationen, weil die werden ja auch immer ganz oft bemängelt. Und da wollte ich nur noch mal sagen, weil ich das immer ganz besonders witzig finde, weil das eigentlich mit der Game Engine selber sehr wenig zu tun hat, wie die Animationen aussehen, weil die eigentlich in einem externen Programm gemacht werden. Also sowas wie Cinema 4D oder Blender kennt vielleicht der eine oder andere, was die wahrscheinlich nicht benutzen. Ich glaube schon, dass sie die Industriestandards da benutzen. Aber das wird eigentlich komplett extern gemacht, so eine Animation. Und ja, in der Engine gibt es ein oder andere Sachen, die da zusammenwirken und die dann da ein bisschen dem noch helfen. Aber prinzipiell, wenn Animationen hölzern aussehen und was auch ganz oft mich persönlich gestört hat, war die Laufanimation in meisten Brennarbeitsspielen. Irgendwie in Risen 2 war das, glaube ich, auch sehr seltsam, wie der gelaufen ist und vor allem, wie der gesprungen ist. Man erinnert sich an das, wie ich das Knie immer so gehoben habe. Das hat nichts mit der Game Engine zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass der Typ, der die Animation gemacht hat, irgendwie, weiß nicht, ein bisschen was getrunken hat, was ich weiß. Nee, aber ich weiß, das ist einfach ein bisschen komisch. Das hat eher mit dem der Person zu tun, die da vor dem PC sitzt und an dem Animationsprogramm die Animation macht und halt nichts mit der Game Engine. Und da gibt es viele dieser Sachen. Und von Gameplay brauchen wir gar nichts anfangen. Gameplay hat fast schon gar nichts mit der Engine zu tun. Das hat was mit den Leuten zu tun, die das programmieren und auch mit den Leuten, die sagen, was wollen wir denn überhaupt für Features, was für Features passen zusammen und so weiter. Also viele der Sachen haben halt, viele der Kritikpunkte, die man an Piranha-Spielen hat, haben wenig mit der Game Engine zu tun. Ja, aber dann kommen wir ja wieder zu einem Punkt, dass anscheinend die Führung von Piranha Bytes irgendwo wahrscheinlich sich zu viel selber aufhalst und dann gar nicht mehr alle Bereiche überwachen kann und koordinieren kann. Dazu kommt es zu diesen Unstimmigkeiten, weil wenn du von Anfang an Leute, die an der Engine arbeiten, Probleme haben, ne, mit der Engine oder was sie erweitern wollen und die Leute, die nachher damit arbeiten müssen, kommen dann auch wieder aus Gründen damit nicht klar. Und also ich meine, das ist ja so ein Rattenschwanz an Problemen, der immer länger wird und dann hast du halt kein harmonisches Gesamtbild nachher und keine vernünftige Arbeit. Oder dann ist das gar nicht möglich. Und ich glaube, das noch mit gepaart mit, wir übernehmen uns und wollen einfach zu viel. Ich glaube, diese ganzen Dinge führen dann zusammen und kommen zu diesem Ergebnis. Und ich finde es so ein bisschen schade. Piranha Bytes selber äußert sich zu diesen, ich nenne es mal Vorwürfen, eher immer wenig. Sie haben ja auch die Piranha Becken TV und ich finde Björn und Jenny auch sehr sympathisch. Ich finde es auch schön, dass sie so eine Community-Nähe haben oder machen wollen, dass sie immer aktiv sind auf ihrem YouTube-Kanal. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass das nicht ganz ehrlich ist, dass sie eher nach außen sympathisch wirken wollen und auch sich nicht mehr eingestehen, okay, das lief blöd. Und ich das würde, also damit wäre ich viel zufriedener, wenn die einfach sagen, okay, wir haben es verkackt
mit Elix 2, das würde ich viel sympathischer finden, als wenn man einfach nur sagt, ja, unser Spiel kann nicht jedem gefallen. So. Und es gibt ja Dinge, klar, es gibt immer Meinungen und es gibt Ansichten und wie, der eine findet es gut, der andere findet es schlecht. Aber mir kann doch niemand sagen, dass er zum Beispiel diese Dinge, wie zum Beispiel, was du gerade meintest, Shader oder wie, keine Ahnung, wie Animationen aussehen und sowas, dass man das gut findet, dass man sagt, okay, nee, das sieht sehr hübsch aus und das habe ich noch nie besser gesehen und ich bin damit komplett zufrieden. Ich glaube, man nimmt es dann hin. Ja, Stichwort die Hauttextur, ja. Genau. Wollte ich nur einwerfen. Kannst du noch zu Ende. Ja, und zum Beispiel manche Sachen sind ja auch viel besser geworden. Zum Beispiel die Lippensynchronität ist bei Elix 2 sehr gut. Da haben sie ja auch irgendwie so ein neues Feature. Und da konnten sie genau das gesagte Wort auf die Lippen so anpassen, dass es wirklich immer sehr gut passt. Aber dann bewegen sich die Lippen sehr gut und authentisch, aber die Zähne sind viel zu weiß im Mund und leuchten quasi, als wären sie frisch gebleached und leuchten quasi auch im Dunkeln. Und die Haut ist dann total matt, wie eine Hauttextur, so wie so eine ledrige Masse einfach. Und dadurch sehen sie halt aus wie so, weiß nicht, wie so Puppen alle, ne? Und im direkten Gegenzug dazu hast du halt so die Wälder, die mit schönen Lichtstimmungen, ne, so God Rays und sowas, ne, wo es dann richtig gut aussieht, wo man denkt, so ja, das sieht hübsch aus, ne? Und auch scharfe Texturen und auch teilweise wie das Wasser um Steine fließt, so voll der schöne Detailgrad und stimmiges Bild. Und dann kommst du in eine andere Region und du denkst, wo bin ich hier? Das sieht aus wie ein anderes Spiel. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. Also. Wie gesagt, ich weiß teilweise auch nicht, woran das genau liegt alles. Also, aber doch, jetzt fällt mir gerade was ein, was ich eigentlich sagen wollte. Und zwar, das hast du ja auch selber schon mal erwähnt an der einen oder anderen Stelle, dass einfach viele der führenden Kräfte einfach weg sind. Also ich glaube schon, damit hat es auch viel zu tun. Weil ich glaube, diese Leute hatten eine sehr, sehr starke Vision. Und irgendwie hat man das Gefühl, sie leben schon ein bisschen noch sehr stark von der Vergangenheit. Und versuchen das irgendwie so ein bisschen zu reproduzieren, obwohl die Personen eben nicht mehr da sind und sie selber dann teilweise, oder die Leute, die das eben dann leiten, nicht mehr so ganz genau wissen, was hat es denn eigentlich ausgemacht oder was war denn so wichtig oder vielleicht auch einfach die Passion für diese große Idee nicht mehr da ist. Ich glaube schon, dass die noch die Passion haben für diese Spielentwicklung allgemein, aber wirklich die Passion zu haben, machen wir jetzt nochmal so ein ultra krasses Spiel. Ich glaube, die ist nicht mehr so wirklich da. Ich glaube, sie sind da so ein bisschen es ist nur ein Vorwurf, den ich nicht beweisen kann, aber vielleicht sind sie da ein bisschen in so eine Gemütlichkeit gefangen, dass sie sagen, ah, wir mögen unseren Job so, das ist so schön, wir können davon leben, alles ganz toll. Und weil es gibt ja einen Unterschied, einfach nur die Arbeit eines Spielentwicklers auszuführen, vielleicht macht ihnen das einfach Spaß. Und sie haben so ein bisschen dieses Feuer nicht mehr so zu sagen, wir wollen ein richtig krasses Spiel machen. Und noch ein anderer Punkt ist, manche der Sachen, die angesprochen werden und die Kritik sind an Elix, die beobachte ich interessanterweise auch bei vielen anderen modernen Spielen. Ich finde, das ist allgemein teilweise so ein bisschen so ein Trend, wo du das auch gerade gesagt hast mit diesen Charakteren, die aussehen wie so Puppen. Ich finde, das sehe ich auch bei modernen Spielen, die eigentlich noch viel größere Budgets haben, teilweise auch, dass ich mir denke, irgendwie ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein Uncanny Valley in dieser Grafikentwicklung, aber ich finde, teilweise sehen Sachen schon auch in anderen Spielen auch ein bisschen komisch aus, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie das dein Empfinden ist. Nee, ich weiß, was du meinst. Wenn ich auch ein Ubisoft-Spiel nehme sowas, zum Beispiel, dann haben die eine schöne Grafik und das passt irgendwie zusammen, aber du merkst trotzdem, okay, die Charaktere wirken so ein bisschen, als würden sie nicht ganz in die Welt reinpassen. Die stechen immer heraus, negativ heraus. Dabei sehen sie gar nicht schlecht aus, wenn du die einzeln begutachtest, ne? Aber andere Spiele haben das schon besser hinbekommen. Und ich finde, dadurch sieht man auch, welche Spiele besser oder schlechter altern. Ne? Ja, weil ich finde, wenn Charaktere besser in die Welt passen, dann altern sie auch besser. Weil es gibt ja zum Beispiel, nehmen wir Gothic, hat ja mehr so einen fast schon comichaften Look. Ja. Der kann auch heute noch gut aussehen, gerade wenn du dann auch diese DirectX 11, Effekte und so da drauf packst und dann hast du Regeneffekte und Schatteneffekte und das sieht richtig gut aus. Und da fragt man sich auch, vielleicht sollte Piranha Bytes einen anderen Artstyle benutzen, wo sie nicht so ganz auf Realismus gehen wollen und dann würde man vielleicht auch ein anderes Gesamtbild bekommen und wäre dann auch mit zufrieden, wenn Charaktere puppenhafter aussehen, weil es gibt ja auch Spiele wie Fortnite, die total die comichafte Grafik haben, aber sie sind schön anzuschauen. Jetzt mal abgesehen davon, ob man Fortnite als Gameplay mag, aber ich finde, die Grafik ist ästhetisch, es passt zusammen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und da wären wir eigentlich auch schon bei dem Thema, was könnte man denn, also meiner Meinung nach und deiner Meinung nach, was könnte man
was wäre denn eine Lösung vielleicht, Lösungsansätze? Und da wäre auf jeden Fall ein Punkt, wo ich auch zustimmen würde, dass man das Ganze ein bisschen mehr stilisiert vielleicht, eben wie es bei Gothic auch gemacht wurde. Ich glaube, in Gothic wurde es, würde ich jetzt fast vermuten, gar nicht mal so sehr mit Absicht gemacht, sondern einfach ist es der technischen Limitierung geschuldet. Was ich daraus schließe, dass sie es nicht weiterverfolgt haben, was mich übrigens mal mega interessieren würde. Wie würde es aussehen, wenn man heute sagen würde, wir machen so eine Gothic 2-Grafik, aber in modern und machen aber trotzdem alles noch ein bisschen so klotzig und also in diese Richtung. Weil sie haben es dann oft gehört. Also manchmal habe ich mir auch schon, hatte ich auch schon Gedanken, ob manche der Sachen, die man an Gothic 2 so feiert, vielleicht nur aus Anführungsstrichen versehen waren, so ein bisschen. Aber ich habe auch schon das Gefühl gehabt, weil sie es danach irgendwie nicht mehr so ganz hinbekommen haben. Klar, Gothic 3 war eigentlich vom Design her auch noch sehr, sehr, sehr gut. Und auch Risen 1 eigentlich, aber trotzdem, spätestens nach Risen 1 hat alles so ein bisschen abgenommen. Und wie gesagt, also A, kleinere Welt auf jeden Fall, eine gute Idee wahrscheinlich. Einfach grundsätzlich, dass man mehr Zeit hat für Details und so weiter. Und dann vielleicht ein bisschen mehr in eine stilisierte Richtung gehen. Allein schon deswegen, weil sie können es einfach realistischerweise nicht leisten, gegen eben diese AAA-Player anzukommen. Vielleicht wollen sie das, vielleicht ist sogar das ihr Ziel, dass sie so sagen, boah, da, den will ich zeigen. So, weil ich habe manchmal schon, wenn ich mir Deathplay, diese Sendung anschaue, wo auch Björn manchmal dabei ist, wo diese deutschen Spielentwickler miteinander sprechen, dass da schon so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich will fast schon sagen, einen Groll haben auf diese großen Entwickler und sagen, ja, weil die halt so irgendwie auch immer wieder das Gleiche machen und diese endlosen Budgets haben und so. Ich glaube schon, dass da so vielleicht so ein Ticken Neid manchmal mitschwingt und dass sie sich dann so denken, den wollen wir es gerade zeigen, dass wir mit unseren 30 Mann das auch packen, so. Könnte ja sein. Aber, und dass sie sich darin vielleicht auch verfangen ein bisschen. Aber das passt ja auch dann nicht wieder zu dem Bild von, sie sind ambitioniert und wollen ein gutes Spiel machen, sondern wäre das ja einfach nur so wirklich Neid und das wäre ganz traurig, wenn das so wäre. Ja, ich glaube nicht nur Neid, so. Eher so ein Flexen vielleicht. Also ja, schau mal, wir können es auch. Oder das Gefühl haben, man muss sich daran messen. Vielleicht ist es ja gar nicht so negativ annotiert, sondern einfach nur, dass sie das Gefühl haben, sie müssen sowas abliefern, wie heutzutage halt Standard ist. Und eine Angst davor zu stilisieren, dass Leute dann sagen, oh, das ist ja, jetzt mag ich ja Björn aber jetzt gar nicht mehr, um Gottes Willen, weil sie sagen ja selber auch, zum Beispiel, sie sagen auch, sie wollen Gothic nicht mehr wirklich was machen, weil sie doch die Mütze kriegen. Also vielleicht sind sie auch ein bisschen von in Anführungsstrichen Angst getrieben. Was soll ich sagen? Ja, aber irgendwie passt das ja, also das passt ja dann nicht zu dem eigentlich, was sie nach außen eigentlich ausstrahlen, von wir machen hier locker unser Spiel, wir machen das, worauf wir Bock haben, dann würden sie ja zwei Gesichter haben. Und ich hoffe, es ist nicht so. Aber in manchen Fällen, muss ich dir recht geben, dann sieht es danach aus, ja. Ja, wie gesagt, ich will denen gar nicht so persönlich jetzt hoffen, dass sie da zwei Gesichter haben. Und ich glaube schon, dass sie in den Videos authentisch sind und so. Und ich finde es auch, du hast vorher das auch gesagt, irgendwie, dass sie darauf nicht eingehen. Es ist halt auch ein bisschen schwierig, weil sie machen diese Sendung, die sie auf YouTube machen, jetzt nicht irgendwie, um darüber zu reden, was alles falsch gelaufen ist. Es wäre vielleicht zwar keine schlechte Idee, aber es ist wohl, glaube ich, verständlich, dass es ein bisschen schwierig ist. Man muss sich sehr genau überlegen, wie man das kommuniziert, wenn man jetzt darüber spricht. So. Und vielleicht sagen sie halt einfach, wir wollen das halt einfach nicht. Weil es halt ein bisschen schwierig ist, anzusprechen, das ist jetzt schlecht. Und vor allem, wenn sie das Gefühl haben, zum Beispiel jetzt sagen wir, Animationen sind schlecht. Und dann denkt sich jetzt Björn oder das ganze Team denkt sich, ja gut, wir haben halt keine besseren Leute, die bessere Animationen machen können. Dann ist es schwierig, darüber zu sprechen, weil du kannst ja nur sagen, ja, es ist schlecht und es wird auch so bleiben. Ja, also was willst du halt sagen? Ja, dann könnte man sagen, wir haben mit THQ Nordic geredet und wir haben jetzt mit denen zusammen neue Leute gesucht, die für uns Animationen machen. Weil, guck mal, das Problem ist ja, was will man dann erreichen? Man will doch am Ende eigentlich erreichen, dass jemand das Spiel kauft, weil das will auch der Publisher. Der Publisher wird jetzt nicht sagen, okay, wir mögen Piranha Bytes einfach, klar, weil die mal Gothic gemacht haben und wir lassen die jetzt mal rumdümpeln für die nächsten 20 Jahre noch und auch wenn die Spiele immer floppen, ist das uns egal. So, es geht ja immer um Geld. So, und die geben ja Geld, damit sie denken, okay, wir kriegen nachher mehr raus. Und wenn das jetzt so weitergeht mit Piranha Bytes, dann werden sie immer mehr Leute verlieren, denn mit Elex 2 kannst du keine neuen Spieler gewinnen. Sehr wenige. Also denke ich mir zumindest, denn die Leute, die alle Piranha Bytes Spiele kennen, die werden ja sehen, okay, Elex 2 ist quasi wie die alten Spiele, nur eigentlich in allen Punkten schlechter, außer das Jetpack, aber das Jetpack rettet das Spiel nicht, so, ne? Weil man hat alles schon mal gesehen, was Elex 2 bietet, nur in besser umgesetzt und das ist sogar teilweise grafisch der Fall, denn selbst ein Risen 3 sah in vielen Fällen für mich besser aus als ein Elex 2. Weil da irgendwie das alles noch ein bisschen besser zusammengepasst hat. So, und dann ist die Frage, wenn du auch Leute wie uns, die alle Spiele gespielt haben, ne, du hast jetzt den letzten Teil zum Beispiel auch schon nicht mehr gespielt, das hat ja auch seine Gründe, ne? Naja. Vielleicht auch zeitliche Gründe, weil es mal aufwendig ist, so ein großes Rollenspiel zu spielen und so, verstehe ich auch, ne? Aber wenn man anfängt, die Kern-Community, die man seit Jahren eigentlich hatte,
Also wenn man anfängt, die zu verlieren, dann läuft ja irgendwas in eine ganz falsche Richtung, weil neue Leute wirst du mit deinem Elix 2, glaube ich, nicht gewinnen können, denn die starten das Spiel, die sehen CGI, sieht ganz gut aus, dann kommst du Ingame-Grafik, das sieht komplett anders aus, fühlst dich völlig fehl am Platz, dann hast du ein clunky Kampfsystem und die meisten Spieler spielen dann vielleicht eine Stunde, wenn überhaupt, und geben es dann zurück. Und ich denke, da musst du Piranha Bytes schon sehr mögen und sehr viel verzeihen, damit du diese Spiele spielst und magst. Und ich sag auch ganz ehrlich, ich habe jedes Spiel immer gespielt, aber Elex 2, wenn ich es privat gespielt hätte, ich hätte es abgebrochen und nie zu Ende gespielt. Ja. Und das wäre das erste Mal, weil Elex 1 habe ich zu Ende gespielt, Elex 1 habe ich mehrmals gespielt sogar. Und da hatte ich mal so die Hoffnung, okay, ja, sie haben was Neues versucht und da hat man auch ganz viel verziehen, weil vieles war ja auch gelungen. Es ist ja nicht immer alles schlecht, aber wenn alles so mittelmäßig ist und du verzeihst immer ganz viel, du hast trotzdem eine Erwartungshaltung, vor allem jetzt nach 5 Jahren Entwicklungszeit mit neuen Publisher und du dachtest so, ja, jetzt könnte was kommen, ne? Mhm. Und dann kriegst du, naja, Elex 2 und ich war richtig enttäuscht und aus dieser Enttäuschung heraus, weil ich Piranha Bytes sehr schätze, rede ich ja überhaupt noch darüber. Andere Leute würden sich damit ja gar nicht mehr auseinandersetzen. Andere Leute würden sagen, ja, scheiß doch auf das Spiel. Ne? Mhm. Und ich finde, wenn es jetzt so weitergeht, dann glaube ich, bei den meisten Leuten werden dann sagen, okay, die Gnadenzeit, nenne ich es jetzt mal, ist vorbei. Die haben mal Gothic gemacht, interessiert mich jetzt nach 20 Jahren auch nicht mehr, weil die sind ja nicht Spieleentwickler seit gestern, sondern das Team, auch wenn es nicht mehr das alte Team ist wie früher, da sind ja trotzdem viele erfahrene Köpfe, die jetzt seit zig Jahren dabei sind, die müssen doch jetzt mal wissen, was die Community will, warum es drauf ankommt und nicht immer alles verwerfen und wieder von vorne anfangen und. Ne? Ja, vor allem, ich glaube auch, das große Problem ist, dass sie gerade in den Punkten versagen, die sie mal so stark gemacht haben, weil ich glaube, selbst wenn sie jetzt irgendwie neue Sachen, das Kampfsystem wäre wieder sehr clunky und mal ganz blöd gesagt, wie in Gothic 1, oder es wäre auch zu einfach zu spielen, solche Sachen, aber der Rest wäre alles wieder so, wie man es kennt, so die Welt ist extrem stimmig und gut gebaut und irgendwie dieser Humor und so, der da ist und wenn das alles da wäre, dann würde man auch trotzdem vielleicht noch Sachen verzeihen. Also ja. Deswegen, ich glaube, klar, kein Spiel ist perfekt. Ja. Nee, ich meine nur, sie durften sich sogar immer noch relativ viele Fehler erlauben, aber ich finde, sie versagen halt gerade in den Punkten, die uns oder ihrer Community wichtig ist. Und das ist das Problem. Auf jeden Fall. Also gerade in den Sachen, in denen sie früher brilliert haben, regelrecht, versagen sie heutzutage, muss man leider so sagen. Und da ist die Sache, weil wir gerade bei Lösungsansätzen waren, da hatten wir schon also neue Leute einstellen, die Experten in dem jeweiligen Bereich sind. Das ist quasi, ne? Mhm. Und man würde ja denken, dass eigentlich durch THQ genug Geld dafür da sein müsste. Und Spieleentwicklung, weißt du sicherlich selbst, ist teuer, ne? Mhm. Ich meine, man muss ja auch die ganzen Kosten im Blick haben und dann würde man wieder zum Punkt kommen, was wir auch eben schon hatten. Okay, wir machen unser Spiel einfach kleiner. Ne? Und setzen den Fokus zielgerichteter. Und jemand wie Björn, der eigentlich so ein Leader ist, der darf nicht nebenbei auch noch die Musik machen und dies und das machen, weil das funktioniert nicht. Weil es gibt so viele Problemstellen, die alle zusammen dann zu diesem unfertigen Projekt am Ende dann führen. Ich meine, alleine Dinge, die auch Gothic ausgemacht haben, war ja sowas wie Musik. Und nichts gegen Björn selber, ne? Aber seine Musik kommt an Arbeiten von früher einfach nicht ran. Naja, das stimmt. Selbst an die Sachen, die nicht Kai Rosenkranz gemacht hat. Nee. Selbst die Sachen kommt er nicht so ganz ran, ja. Und ich meine, ich habe jetzt sogar immer wieder diese harten Vergleiche gezogen. Man macht sich ja immer über Götterdämmerung und über Arcania lustig, aber Arcania hat in vielen Punkten ein besseres Gesamtergebnis. Also, ne, in einzelnen Punkten ist kein besseres Spiel, ne, aber also, es ist in vielen Punkten stimmiger als ein Elex 2. In meinen Augen, weil da passt eine Musik zusammen, da passt irgendwie die Grafik zusammen, ne? Da sind sogar Animationen teilweise auch im Kampf und so für die damalige Zeit, das war gar nicht so schlecht, ne? Ich finde sogar damals war das eigentlich sogar fast schon so ein leichter Grafikblender, als es rauskam. Ich weiß noch, dass es das so ein bisschen der Grund war, warum ich es weitergespielt habe, weil ich mir dachte, wow, sieht das geil aus an manchen Stellen. Ja, und auch, ich habe das ja irgendwann mal, ich weiß, ist jetzt auch schon ein Jahr her oder so, oder sogar zwei, ich weiß gar nicht mehr genau. Da habe ich ja Arcania nochmal gespielt, weil ich es nie wirklich gespielt habe. Und es ist kein gutes Spiel. Ne? Da ist auch das Problem mit Quests und die ganze Story ist Blödsinn und so. Aber viele Sachen, gerade von der technischen Aspekt, das haben sie sogar gut umgesetzt, wenn man es jetzt gerade mit Piranha Bytes vergleicht. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich traurig, dass man diese Vergleiche überhaupt zieht, weil
jeden, den du in der Community fragst, so die allermeisten finden die Arcane ja absolut scheiße. Ja. Und auch zu Recht, ne? Es ist kein gutes Spiel. Aber auf der technischen Seite hat es sehr viel besser gemacht als Piranha Bytes jetzt mit ihren letzten Titeln. Ne? Und ich finde auch, eigentlich kann man sogar sagen, dass im Grunde, also ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, deswegen vielleicht stimmt es auch nicht ganz, aber ich finde im Gesamtkonzept, das Problem ist halt, verkauft sich als Gothic, das ist eigentlich sein größtes Problem, aber wenn man einfach sagen würde, es ist ein Action-Slasher-RPG irgendwie so, dann wäre das zumindest in sich, in dieser, wäre es schlüssig und du hättest alles, was du von so einem Spiel erwarten würdest. Wohingegen ja, bei Elex hast du manchmal das Gefühl, oder bei allgemein den neueren Pernabals-Spielen, dass Sachen nicht mehr so ganz zusammenpassen irgendwie. Mhm. Also wenn du verstehst, was ich meine, das ist eigentlich in sich sogar schlüssiger erkennen, ja. Auch wenn es insgesamt kein so besonders gutes Spiel ist. Ja, ja, klar, die Story ist Müll und so alles, aber ich meine, viele von auch gerade so Dungeon-Crawler-Spielen, die haben ja auch keine bahnbrechende Story, ne? Da kommt es auch nicht drauf an, da macht es einfach Spaß, Gegner zu prügeln, ne? Genau, ja. Und wenn Arcania sich so verkauft hätte, hier mit Action-RPG einfach und, sag ich mal, die dünne Story und die schlauchigen Levels von vornherein klar gewesen wären und nicht mit Gothic, einer Gothic-Erwartungshaltung angefangen, da gebe ich dir recht, ja. Ne? Ja. Weil ich meine, bei Arcania gibt es halt, sammel das ein oder töte das und ich glaube, es gibt in eine Eskorten-Quest, sonst gibt es nichts und du hast wirklich endlos lange Schlauchlevels, die auch ganz, ganz zu Ende hin so langweilig gestaltet sind, ne? Aber auf der technischen Seite an sich, das Grundgerüst ist besser als jetzt zum Beispiel bei Elex 2, würde ich sagen. Also ich denke sogar, aus Arcania hätte man mehr machen können, weil auch das Potenzial einfach da gewesen wäre. Aber naja, das zeigt ja einfach nur, dass irgendwas bei Piranha Bytes falsch läuft. Und ich finde es traurig, dass was falsch läuft, weil ich habe die Piranha Bytes-Spiele immer sehr geschätzt. Aber jetzt gerade nach dem Elex 2 ist man sich so, man zahlt den Vollpreis für so ein Spiel und ich habe mir alle Spiele mal vorbestellt. Und jetzt überlegt man so, boah, soll ich das nächste Spiel überhaupt noch holen? Und das sage ich ja als langjähriger Fan, ne? Und nicht als irgendjemand, der das Spiel mal im Sale gespielt hat, sondern ich habe mir alle Spiele mal direkt gekauft und war richtig traurig nach Elex 2 und habe auch, weiß ich nicht, lange drüber nachgedacht. Ne? Und für mich war es dann immer schön, einfach zu sagen, okay, die Engine ist schuld, ja, weißt du? Ja, ist halt besser, als wenn man sagt, okay, Piranha Bytes selbst ist schuld und die haben es irgendwie verkackt, ne? Ja, ich finde allgemein, die Schuldzuweisungen bringen ja eh nicht so besonders viel, aber sie müssen sich dem schon stellen, auf jeden Fall die Kritik, so kann man es vielleicht sagen, weil ich würde jetzt nicht immer so sagen, die sind schuld und dies und das, ich meine, das ist natürlich, liegt an ganz vielen Faktoren, ich meine, wenn zum Beispiel Leute wie Mike Hoge sagen, sie gehen halt und dann findest du niemand mehr, der diesen gleichen Vibe mitbringt, sag ich jetzt mal, dann kannst du nicht wirklich sagen, Leute sind schuld, das Team hat sich halt verändert und kann das nicht mehr leisten und ist vielleicht auch ein bisschen gefangen in dem Ganzen. Natürlich müssen sie sich trotzdem die Kritik gefallen lassen und auch daran was machen. Aber ich meine nur zu sagen, jetzt diese, vielleicht sind sie auch einfach junge, neue Entwickler, die da zum Teil arbeiten, die das nicht mehr so hinbekommen oder so oder noch nicht die Erfahrung mitbringen, dann ist es ein bisschen schwierig, halt immer mit dem Finger auf die Leute zu zeigen. Und zu sagen, die sind jetzt schuld daran, in Anführungsstrichen, wenn du verstehst, was voll, ich meine. Man will ja auch einfach gar nicht sagen, dass die schuld sind. Man will einfach nur, macht bitte wieder bessere Spiele. Ja, so, klar. Ne? Also das ist ja das, was wir wollen, weil ich rede ja nicht darüber, weil ich Piranha Bytes was Böses will, sondern ich rede ja eher darüber, jetzt mit dir zum Beispiel, weil mich das interessiert, warum treten diese Sachen auf und warum hat man das Gefühl, ich konnte das Spiel auch in keinem Punkt ernst nehmen. Ne? Ja, und dann kommen wir wieder zum Punkt, den du eben schon gesagt hast, mit damalige Stärken werden heute gar nicht mehr wirklich, die kann man eigentlich gar nicht mehr, umgesetzt, die kannst du gar nicht mehr finden teilweise, weil alles wirkt aufgesetzt, alles wirkt fehl am Platz, alles wirkt halbherzig und ich glaube gar nicht, also wenn das dann wirklich so ist, wie du vorhin gesagt hast irgendwann, dass sie sagen, okay, wir machen einfach Spiele, entwickeln, was uns Bock macht und machen so Larifari, das macht doch nicht jeder, also die Fans werden es nicht mitmachen, bis irgendwann und der Publisher wird es auch nicht mitmachen. Ja, übrigens, auch weil du vorher gesagt hast, Björn, dass er die Musik macht und so, ich finde das auch so ein, wie gesagt, ich kann es nicht wissen, ich kann nicht in das Team reinschauen und sie selber wirst du auch nie dazu wahrscheinlich bringen, dass sie da so drüber reden, aber das ist für mich so ein bisschen ein Indikator auch, das zeigt dieses Verspielte in Anführungsstrichen. Weißt du, dass er sagt, ich habe halt Bock, Musik zu machen und ich bin jetzt bei THQ Nordic und wir sind ja safe, da kann ich ja so machen, was ich will. So. Also ich, wie gesagt, ich glaube, dass er trotzdem, er will da was Gutes abliefern, aber verstehst du, das ist so ein bisschen dieses, sie haben so viel Spaß an dem, was sie machen, dass sie vielleicht ein bisschen vergessen, aber es am Ende auch noch ein gutes Spiel da herumkommt oder wie schwer es auch ist, diese ganzen Elemente zusammenzufügen am Ende. Also vielleicht sagen sie, ich mache selber die Musik und ich mache diesen Chatback, wow, voll cool und so. Und am Ende so, warte mal, das müssen wir alles zusammenfügen. Dann fügen sie zusammen und dann so, ja gut, das macht nur so halb Spaß, aber egal, wir hatten Spaß beim Entwickeln. Weil man darf ja nicht vergessen, den Entwickler selber, und ich kann es auch selber sagen, der Spielzeit spielt ja nicht wirklich am Ende des Tages.
ich meine, man hat schon ein bisschen Spaß und vor allem, wenn du in einem größeren Team bist, mit 30 Leuten vielleicht, kannst du es vielleicht einmal spielen oder so, aber du machst ja nicht wirklich für dich selber im Sinne, dass du es selber spielst. Das heißt, ein Entwickler hat da sowieso schon eine bisschen seltsame Sicht da drauf. Und ja. Dem Entwickler selber geht es wahrscheinlich mehr darum, dass er halt einfach selber, aber geht es wahrscheinlich auch schon auch darum, ein gutes Spiel zu machen, nur er selber kann es vielleicht nicht so gut beurteilen. Und dem ist es dann im Zweifelsfall halt wichtiger, dass er einfach irgendwie selber die Ideen, die er hat, kreativ umsetzen kann. Und das muss halt nicht immer heißen, ich meine, es hört sich so positiv an, dass er seine Ideen kreativ umsetzen kann, aber es muss halt nicht heißen, dass am Ende dann ein gutes Produkt dabei rumkommt. Ja. Und da kann ich übrigens auch selber ein Lied davon singen. Ich habe auch teilweise irgendwie Sachen gemacht und mir gedacht, wow, voll geil, das hat mega Bock gemacht und am Ende war das Spiel halt irgendwie scheiße, sag ich mal. Also, das war es halt einfach so schwierig manchmal, ist, Sachen so zusammenzuführen. Und deswegen würde ich ja gerne diese ehrliche Frage stellen, findet ihr eure Spiele gut? Seid ihr damit zufrieden? Seid ihr zufrieden, wie das Kampfsystem funktioniert? Seid ihr damit zufrieden, wie die Quests aussehen? Ne, wie die Dialoge geschrieben sind? Weil, guck mal, wir hatten ja schon das Thema eben, wenn ein paar technische Probleme auftreten, Bugs und so, gar kein Problem. Ne? Mhm. Wenn man in jedem Punkt irgendwo, das klingt immer so hart, aber wenn man in jedem Punkt Probleme hat, dann wirken diese normalen Dinge, die ich sonst verzeihen würde, auf die ich gar nicht achten würde, wo ich drüber lachen würde, dann wirken die gar nicht so schlimm. Aber wenn alles irgendwo Ungereimtheiten hat, dann hast du dieses Endprodukt, wo du dir denkst, was ist hier eigentlich los? Ne? Und am Anfang war es ja auch noch so, das wurde mittlerweile gepatcht, aber viele Leute konnten Elex 2 gar nicht installieren oder spielen. Gerade mit AMD-Grafikkarten gab es da richtig Probleme. Dann hattest du Grafikfehler und so. In meinem Let's Play kann man das teilweise noch sehen. Da sind teilweise ganze Assets verschwunden, ganze Gebäude, Texturen, alles war weg auf einmal. Diese Sachen wurden glücklicherweise gepatcht. Es wurde auch noch mal eine alternative Kamera eingefügt, weil vielen Leuten diese Kamerasicht nicht gefallen hat und so Sachen. Aber dann denkt man sich so, so etwas Wichtiges, Essentielles wie eine Kamerasicht, ne? Ja. Die ist ja ausschlaggebend für ein Third-Person-Gameplay. Wie ist die Kamera hinter meinem Helden? Mhm. Und das wird dann einfach in so einem Patch nochmal mit beigefügt. Da denkst du dir so, hä? Wie kann eigentlich sowas mit einem Patch kommen, was so essentiell ist eigentlich? Ja gut, das kann schon durch so eine Betriebsblindheit kommen, dass der Entwickler selber das nicht sieht und die QA-Abteilung vielleicht auch das ist einfach nicht erwähnt, weil die schauen halt auf Fehler, ganz konkret, die schauen nicht so sehr auf Ungereimtheiten. Also sowas kann schon mal passieren. Ich glaube nicht, dass es irgendwie an Zeitmangel lag, sondern im Zweifel dachten sie halt so, ja, oder irgendjemand sagt halt, das ist ja auch ein bisschen Geschmackssache, vielleicht hat er gesagt, mir gefällt diese Third-Person-Kamera so und dann haben halt ganz, ganz viele Leute gesagt, dass sie es gespielt haben, ja, es gefällt uns aber nicht. Und dann ist es ja auch gut, dass sie es nachliefern, also es ist ja immerhin etwas. Das ist ja auch schön, dass sie dann auch relativ schnell das nachgeliefert haben und viele Bugs sind jetzt schon behoben, aber Bugs waren ja nicht das Problem an sich, sondern das Spiel selbst ist das Problem und es ist einfach schade. Es ist sehr, sehr schade und ich hoffe, sie kriegen die Kurve und ich hoffe, sie nehmen sich diese Kritik jetzt mal zu Herzen und sind nicht mehr in der Haltung von ja, kann halt nicht jedem gefallen, wir machen das, worauf wir Bock haben, weil wenn das so weitergeht, weil, wie du sagst, viele Dinge versteht man einfach nicht. Du sagst zum Beispiel Animationen, machen die in externen Programmen, die werden dann eingefügt. Mhm. Hast du dir Zwischensequenzen von Elex 2 zum Beispiel mal angehoben mit den Animationen? Bin ich in herzhaftes Lachen ausgebrochen, in ganz emotionalen Szenen, die sehr emotional sein sollen, wo Jax, der Held, mit seinem Sohn interagiert und du kannst nichts davon ernst nehmen. Und dann fragst du dich so, hätten die einfach würde Piranha Bytes ein Comedy-Spiel machen mit einer, dann hätte das wahrscheinlich mehr Erfolg, wenn sie drüber geschrieben haben, das Comedy-Erlebnis mit Jax Fiebertraum, so, weißt du? Dann hätte ich das auch eher verstanden, was da alles passiert ist, aber so. Ich frage mich übrigens auch ein ganz gutes Beispiel, wo man das sieht, ist die Cinematics am Anfang, also diese gerenderten Sachen. Da sieht man ja, wie gut die Animationen aussehen können. Das zeigt ja, ich meine, klar, das ist natürlich ein Film, Intro-Film, den habe ich nämlich, glaube ich, mal gesehen. Da sieht es ja gut aus. Und auch in den Trailern sieht man, wie gut das alles aussieht. Da sieht man, da sind Leute dran gesessen, die wissen, wie das alles darzustellen ist. Und übrigens, gerade der Trailer zu Elex 2 zeigt ganz gut, also klar, so kann das nie aussehen, das ist mir schon klar, aber das zeigt ganz gut von der Art-Direction-Richtung, dass das Spiel schon Potenzial hat, gut auszusehen, selbst mit mit seinen Assets, die vielleicht so ein bisschen übertrieben sind. Ich finde zum Beispiel diese komischen Außerirdischen, die sehen irgendwie, oder allgemein ein paar von diesen Gegnern sehen sehr, sehr seltsam aus. Aber selbst das kann man so zusammenfügen, dass es ganz gut aussieht. Ich finde, das zeigt der Trailer ganz gut. Und wie gesagt, da muss ich nochmal dazu sagen, natürlich ist mir klar, dass das nicht so aussehen kann in-game. Aber trotzdem
einfach vom Design her. Aber der Vibe ist auch ein ganz anderer. Ja, ja, genau, das ist viel düsterer, viel erwachsener, viel dreckiger alles, ne? Und da würde ich mir fast wünschen, dass die Designer von dem Trailer auch mal zu Werner Weiß vorbeischauen und denen mal ein paar Tipps geben, wie sie es vielleicht auch im Spiel umsetzen. Ja, weil du hast eben schon erwähnt von der Beleuchtung und von den Shadern. Es ist alles so verwaschen, so ausgeblichen. Es wirkt alles so, und das halt gepaart mit den Modellen und den Animationen. Du hast so ein unrundes Bild einfach, wo du dir es anguckst und denkst, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann kommen wir ja zu so Sachen, meistens das Erste, was ja Leute machen, wenn so Spiele rauskommen, die packen sich so ein Reshade drüber. Und das ist ja einfach wie ein Filter. Ja. Ne? Habe ich ja auch öfter schon drüber geredet oder auch mehrere von meinen Let's Plays, auch Gothic ist da zum Beispiel mit so einem Reshade drüber. Und das sind einfach Filter, die Kontraste werden schärfer, die Schatten und so, dass einfach ein Schwarz auch mal wirklich dunkler wird und nicht Nächte so übelst hell sind und alles, ne? Mhm. So alleine wenn du sowas machst, dann sieht das Spiel schon gleich viel besser aus. Und das sind so Dinge, da müsste man doch sagen, das musst du auch der Entwickler selber sehen. Ja, und ich finde auch, das ist wirklich was Triviales. Also die Umsetzung mag nicht so trivial sein, aber ich meine, von der Engine her, das ist kein Problem. Color Grading haben die ganz sicher auch Tools dazu. Also so nennt man diesen Prozess halt Color Grading. Diese Kontraste anpassen und so weiter. Also das ist zwar so eigentlich so ein bisschen der Cheat, dieses Color Grading, wenn du deine Beleuchtung nicht beherrschst, kannst du das theoretisch dadurch so ein bisschen ausgleichen. Und das ist dann natürlich insgesamt, sieht es trotzdem nicht so gut aus. Aber ich meine, lieber ein bisschen cheaten, anstatt dass es dann nicht so gut aussieht, sage ich jetzt mal. Und allgemein, wie gesagt, ich finde, man hat fast das Gefühl, sie haben da gar kein Color Grading gemacht, weil es einfach so blass aussieht. Ja, also sieht so ein bisschen verwaschen. Wenn man mal gesehen hat, wie Filme aussehen ohne irgendwie Color Grading, hat man vielleicht schon irgendwie gesehen. Ja. So ungefähr sieht es aus, hätte man das einfach nicht benutzt. So. Und ist dann schon, da wundere ich mich dann schon ein bisschen. Und da vielleicht auch nochmal zu dem Stilisierungsthema, weil ich ganz konkret in meinem Projekt auch dann Erfahrungen damit gemacht habe. Und zwar habe ich in meinem Spiel, weil alles prozedural generiert ist, ein bisschen das Problem, dass, ohne jetzt ins Detail zu gehen, Beleuchtung schwieriger umzusetzen ist, weil man die normalerweise in der Engine quasi vorberechnet und dann tut man es quasi exportieren und dann ist das da fest drin. Und das kannst du nicht machen, wenn die Levels halt während jemand spielt, gebaut werden. Geht das ja nicht so gut oder gar nicht. Und dementsprechend habe ich dann einfach mal ein bisschen experimentiert mit so einem, ich sag mal, Outline-Filter, dass du sowas so, dass quasi alles so comichaften Outline hat. Weil das ein bisschen das ausgleichen kann, dass du nicht so viel Schatten hast, sage ich jetzt mal. Oder einfach, dass dem Bild mehr Kontrast auch gibt. Und hat damit experimentiert und dann gemerkt, hey, das sieht irgendwie besser aus. Weil du kannst Sachen klarer erkennen und so. Und das zeigt auch wieder, wie man mit so Stilisierungen arbeiten kann. Also nicht, dass ich jetzt denen sagen soll, sie sollen irgendwie so, wie nennt man das denn eigentlich, den Cell-Shading-Look, so in diese Richtung gehen. Aber ich meine, da kann man auch viel noch machen mit einfach artistischen Effekten, sage ich mal. Ja, vor allen Dingen, damit habe ich auch schon jetzt bei Gothic oder Piranha Bytes Spielen generell immer Erfahrung gesammelt, weil ich dieses Cell-Shading oder diesen Comic-Look, nenne ich es jetzt einfach mal, nachträglich entweder über mein Video gelegt habe im Schnittprogramm oder per Reshade aufs Spiel. Und hab damit rumgespielt. Mit so einem Outline-Stück quasi. Ja, genau, mit manchen meiner alten Musikvideos sieht man das zum Beispiel. Und gerade Gothic, weil es ja eh schon sehr klotzig und comichaft wird, kriegt dadurch nochmal einen ganz anderen Look. Und wenn man das verfeinern würde, ich glaube, man könnte ein richtig gutes Gesamtergebnis erzielen. Und wenn man dann sagt, okay, wir nehmen wieder quasi den Look, wie wir es früher bei Gothic 1 oder 2 hatten und modernisieren das alles. Ich glaube, du könntest ein richtig gutes Ergebnis bekommen. Ja. Das würde vielleicht wieder nicht allen gefallen, weil du hast ja auch so Sachen wie, wie heißt das Spiel? Wartal? Valheim. Das hat ja auch so ein richtig, sag ich mal, die Animation, alles sieht hübsch modern aus. Wenn du da neue Texturen drauflegen würdest, würde das Spiel ja ganz anders aussehen. Aber sie haben bewusst, haben sie sich entschieden für so einen richtigen, verwaschenen Texturlook. Und trotzdem passt da alles zusammen, aber viele Leute haben ja rumgehatet, sieht so schlecht aus und ne. Also man kann es nicht allen recht machen. Das ist auch die Frage, ob Piranha Bytes sowas überhaupt will, aber es wäre eine Möglichkeit, diese ganzen Problemchen von der Optik auszugleichen. Ja, vor allem in so einer stilisierten Umgebung fallen auch Sachen wie schlechtere Beleuchtung und hier mein Schatten nicht so sehr auf. Weil wenn man sich zum Beispiel auch Illustrationen anschaut, also einfach oder Bilder, die Leute gemalt haben, da sind normalerweise nicht alle Sachen perfekt und der Schatten, der wird ja auch nur aus dem Gedanken der Person, die das zeichnet, heraus irgendwie nachgebildet und teilweise sind die Sachen so in echt, wären die gar nicht so, es fällt trotzdem nicht auf oder Schatten fehlt sogar komplett und so weiter. Also da werden auch Sachen einfach, du hast halt viel einfacher Sachen wegzulassen und das fällt dem menschlichen Auge nicht so auf, weil es nicht daran gewöhnt ist, an etwas Stilisiertes. Weil ich meine, die Realität, wenn du halt eine Grafik abbilden willst, die maximal echt ist, da fällt halt jede Kleinigkeit auf,
weil du als Mensch daran gewöhnt bist, weil du in der echten Welt das gewohnt bist, jeden einzelnen Schatten und du weißt, wie Sachen aussehen sollten. Und wenn du irgendwie einen Comic machst, dann ist es viel abstrakter und auch viel einfacher, da Sachen einfach mal wegzulassen, sag ich jetzt. Ja, aber ja. Ich wollte mal noch einen anderen Punkt noch zu sprechen kommen, der mir wichtig ist, weil wir die ganze Zeit darüber sprechen, ja, die sollten wieder bessere Spiele machen und so weiter. Und ich bin mir da, gut, bei Elex 2 ist noch mal eine andere Geschichte, aber bei Elex 1 dachte ich mir, gut, vielleicht haben sie auch eine neue Zielgruppe gefunden, so ein bisschen irgendwie. Weil wir dürfen auch nicht ganz vergessen, wir sind halt auch irgendwie in dieser Gothic-Bubble so ein bisschen drin. Und klar sagen wir, das ist nicht so gut, aber wir haben die Zahlen halt auch nicht. Also man darf da auch nicht so, nur weil wir das die ganz, ganz viele Punkte haben, wo wir sagen, ja, uns gefällt das irgendwie hier und da nicht und so. Es ist halt ein bisschen schwierig, weil sie haben am Ende die Verkaufszahlen und sie wissen, wie viele Leute es gespielt haben und wie lange sie es gespielt haben und so weiter. Und ich glaube mich sogar zu erinnern, dass sie mal gesagt haben, dass ihre Spiele verhältnismäßig viele Leute auch durchspielen oder relativ lange spielen. Und zumindest bei Elex 1 erinnere ich mich daran, dass sie das, glaube ich, gesagt haben. Und auch Elex 1 wurde immer gesagt, dass sie das sich sehr gut verkauft hat. Sie haben dafür auch Preise gewonnen und so weiter. Ja. Wie gesagt, Elex 2 mag ein bisschen flock gewesen sein, aber das lag vielleicht auch ein bisschen am Release-Zeitpunkt und solchen Sachen. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also vielleicht haben sie auch ihre Zielgruppe ein bisschen gewandelt. Weil ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn jetzt irgendwie so ein etwas jüngerer Spieler, also vielleicht nicht so viel jünger wie wir, aber ein bisschen jünger, daherkommt und vielleicht einfach noch nicht so viele Rollenspiele gespielt hat und dann sieht er dieses kleine, bisschen andere Rollenspiel, vielleicht hat er Spaß damit. Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass sie da einfach eine andere Zielgruppe gefunden haben. Weil ich meine, eins kann man schon sagen, sowas wie Elex gibt's auch nicht wirklich. Also es gibt wenig Alternativen dazu. Mal gut, man könnte jetzt sagen, also es gibt nur was sehr anderes, wenn du sowas wie Elder Scrolls spielst oder was ich Fallout 4 oder sowas in die Richtung. Aber das ist halt schon sehr, sehr, sehr anders. Also das ist zwar trotzdem ein Rollenspiel, aber es gibt dann auch nicht, sie haben auch nicht so wirkliche Konkurrenz irgendwie. Gut, sowas wie Witcher 3, aber jetzt, wenn wir jetzt auch wieder vom Setting her gehen, mag zwar nicht jedem gefallen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da eine neue Community irgendwie etabliert haben und sich auch deswegen denken, ja, sollen die doch sich aufregen, die alten Gothic-Fans, die machen eh nur noch 20% unserer Spiele aus, blöd gesagt. Ob es das so ist? Kann sein, aber also bei Elex 1 gebe ich dir recht, das hatte einen besseren Start, aber Elex 2 hatte einen fürchterlichen Start, zum Beispiel bei Steam kannst du dir die Spielerzahlen angucken. Ja. Ich glaube, am ersten Wochenende, als es rauskam, hat es nicht mal 10.000 Spieler weltweit. Und aktuell, dann die Wochen danach, dann hat es nur so 5.000 weltweit. Ja? Das muss man sich mal überlegen. Das ist absolut gar nichts. Ja, das auf stimmt. Steam, weil Steam ist halt die Spieleplattform, wo die meisten Leute, denke ich, solche Spiele spielen, weil CD-Verkäufe und so gibt es ja gar nicht mehr für Piranha Bytes. Du hast ja immer nur eine Steam oder eine GOG-Version. Ne? Ja. Ich meine, man sieht schon eine Tendenz und auch wenn du dir international anguckst, guck dir mal die Testberichte an und so. In Deutschland gab es komischerweise sehr hohe Zahlen wieder von GameStar. Ja. Ne? Aber andere Testberichte aus anderen Ländern, wenn du es angeguckt hast, oder Reviews einfach auf YouTube, ne, wo Leute über Elex 2 reden, ich glaube, das ist ja das, was sie so ein bisschen rettet. Es gibt keine wirkliche Konkurrenz, deswegen akzeptieren das Leute. Mhm. Aber eigentlich gibt es also ihre Spiele ja schon in besser von Piranha Bytes selbst, weißt du? Weil selbst... Ja, das stimmt. Weil Elex 1 zum Beispiel hat sich, glaube ich, noch besser verkauft, weil das Setting auch einfach ein neues war und es wirkt interessant. Und sie haben auch sehr, sehr viel die Werbetrommel gerührt. Ich weiß, damals gab es sehr viel, so generell sehr viele verschiedene Trailer zu den Fraktionen. Sie haben schon gutes Marketing betrieben damals. Und ich glaube, bei Elex 2 ist das jetzt auch wegen Elden Ring komplett gefloppt, weil zu der Zeit hat, glaube ich, jeder, der sich für Rollenspiele interessiert hat, das gespielt. Mhm. Ja, weil das ist eben genau die Frage, weil ich finde, Elex 1 und Elex 2 sind qualitativ, und ich habe es nicht gespielt, das kann ich mit Google noch bestätigen, aber ich glaube, die sind da nicht so mega weit auseinander. Und vielleicht liegt es halt wirklich nur daran, Leute waren vielleicht von irgendwas übersättigt oder Elden Ring kam gerade raus oder so. Das kann ja auch die schlechten Zahlen dafür der Grund sein. Und weil wir sagen halt jetzt auch, ja, die Spiele werden immer schlechter und wenn sie da nicht langsam mal wieder besser werden, dann haben sie ein Problem. Aber wer weiß, ob das wirklich stimmt. Also verstehst du, vielleicht liegt es nicht so sehr am Spiel, wie wir denken. Aber das Nein. Es gab ja mehrere Faktoren. Nein, das muss nicht sein. Es gab auch mehrere Faktoren, die ja auch noch dazu kamen. Hier Pandemiezeit und da war auch Entwicklungsarbeit ganz anders. Vielleicht hat auch deshalb alles länger gedauert und sich verzögert. Diese ganzen Dinge. Das weiß Piranha Bytes nur selber. Aber das, was man wahrnehmen kann nach außen, ist, Elex 2 kam sehr viel schlechter an als Elex 1. Das kannst du wahrnehmen. Ja, das stimmt. Und die meisten, zum Beispiel, die auch auf Steam positive Rezensionen abgeben und so, sind halt Deutsche. Ne? Und da ist, glaube ich, einfach so eine, ja, diese
ich nenne es mal Wohlfühl-Piranha-Bytes-Community, die einfach sagt, ja, das ist ja von Piranha-Bytes. Und das ist doch wieder schön. Ja? Mhm. Und ich will ja gar nicht sagen, man kann mit EDX2 Spaß haben. Ich hatte auch die ersten, ich sag mal, 10 bis 15 Stunden. Nein, es war schon, hatte ja, Spaß, weil auch Welt erkunden und so, das ist ja immer interessant, ne? Welt erkunden, kämpfen, auch wenn das alles clunky ist. Es hat irgendwo, es macht Spaß. Aber du kannst auch mit, ich hatte auch mit Erkenia hier und da Spaß oder auch mit Götterdämmerung, weil es lustig ist, sich über diese Spiele lustig zu machen. Auch, das ist auch ein Unterhaltungsfaktor. Aber will man das erreichen? Ne? Weil du hast halt Spiele, die wollen lustig sein, aber will Elex lustig sein oder will es ernsthaft wahrgenommen werden, weil das kann man gar nicht bei dem Spiel, finde ich. Also niemand sieht doch diesen Sohn und hat dann so eine emotionale Bindung zu dem. So, weißt du, da gibt es ganz andere Designentscheidungen, Spielentscheidungen, die man, wie man das handhaben könnte, damit sowas aufkommt, damit eine Beziehung zu so einem NPC aufkommt. Aber das haben sie ja halt auch, das haben sie verbockt. Und wenn du dann neben den ganzen, also ich meine, das hatten wir ja eben schon, es gibt überall Baustellen. Und gefühlt ist keine fertig geworden und deswegen hast du dieses unfertige Produkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit Massen an neuen Leuten gewinnt, weil auch wenn es keine Alternative zu Elex 2 gibt, sag ich mal, so eine wirkliche, die das genauso macht, dann da werden doch Leute sagen, okay, ja, ist trotzdem kein gutes Spiel, man kann damit Spaß haben, aber ich glaube, die meisten Leute spielen es nicht durch. Ich kann es mir, also bei Elex 2 kann ich es mir nicht vorstellen. Ja, wahrscheinlich nicht, ja. Ja, aber vielleicht liege ich auch falsch, ne? Ich meine, gerne auch bei diesen ganzen Punkten, die wir sagen. Das war auch nochmal darauf hinweisen wollte, dass man immer so selber zu sehr halt aus seiner Bubble heraus das sagt, aber man weiß nicht, die haben die Zahlen am Ende des Tages. Ich glaube es halt auch nicht, dass Elex 2 war sicher nicht besonders mehr erfolgreich als Elex 1 oder überhaupt besonders erfolgreich. Aber genau, ein Punkt ist mir auch noch ganz wichtig. Man darf auch nicht vergessen, dass Piranha Bytes hat ja in Anführungsstrichen nur diese 30, 40 Leute und dementsprechend ist es auch zumindest in der Industrie, also allgemein gesehen, für sie verhältnismäßig billig, ein Spiel zu entwickeln, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Entwicklern. Mhm. Und trotzdem haben sie dieses relativ große und zumindest theoretisch sehr Mainstream-taugliche Spiel, also Anführungsstrichen. Natürlich ist es immer noch nicht sowas wie, was weiß ich, so diese Ubisoft-Spiele, aber trotzdem ist es ein großes Spiel, verstehst du? Deswegen sind für sie vielleicht auch geringe Verkaufszahlen trotzdem noch so, dass der Publisher auch sagt, es ist trotzdem erfolgreich, weil es einfach in der Produktion nicht so viel kostet, wie das normalerweise kosten würde, wenn du 100 Leute hast oder so. Das wäre ja auch noch ein Faktor, der schon was ausmacht. Das stimmt, aber da müsste ja THQ Nordic schon sehr viel Verständnis aufbringen, wenn das jetzt immer so weitergeht. Weißt du, ich meine, wenn du jetzt sagst, neulich hatte ich ja Chris von Just2D hier und der meinte ja, mit 11 Mitarbeitern, die haben von Deck 13 eine Million bekommen für ihr Spiel. Mhm. Ja, wenn man sich denkt, wow, was für eine Zahl, was aber gar nicht so viel ist, wenn du alles davon bezahlen musst. Naja. Wenn Piranha Bytes, sag ich mal, dreimal so viel bekommt, für dreimal so viele Mitarbeiter, plus vielleicht noch noch mehr, sagen wir, die geben 5 Millionen aus und dürfen dafür Elex 2 machen, aber dann kommt das bei rum und das floppt international. Weil ich meine, sie wollen doch nicht nur ein deutsches Spiel machen für eine deutsche Community, sondern sie wollen ja international auch mehr erreichen und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Zahlen sich so gut decken, dass man sagt, okay, das kann jetzt ewig so weitergehen. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich meine eher, also es könnte trotzdem sein, dass Elex 2 finanziell Plus gemacht hat. Vielleicht sagt THQ, wir wollen da mehr und macht mal dies und jenes anders, damit es mehr wird. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass Elex 2 wirtschaftlich ansatzweise ein Erfolg war, auch wenn es aus unserer Sicht gefloppt ist. Aber das ist nur eine Vermutung. Also, ich wollte damit doch sagen, ja, das deckt sich nicht immer mit dem Gefühl der Spieler. Verstehst du, was ich meine? Ja, nein, ich verstehe, wie du das meinst. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Das sage ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein krasser Gewinn ist. Weil ich meine, würde man jetzt von einem Gewinn. Ich bin mir auch recht sicher, dass Elex 1 da erfolgreicher war. Das meine ich jetzt nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass THQ sagt, um Gottes Willen, wir haben irgendwie nur Verlust gemacht, wir müssen den Laden dicht machen. Also verstehst du, das ist vielleicht eher so, dass sie sagen, okay, das ist nicht so gut gelaufen, ihr müsst jetzt was anderes machen. Aber es ist nicht dieser Totalflop, wie es vielleicht man annehmen würde, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist nur eine Vermutung. Ja, ja. Naja. Ja, aber das, wie du sagst, wir wissen es nicht. Ne? Mhm. Wie gesagt, man wünscht auch Piranha Bytes nichts Schlechtes. Ich wünsche mir einfach, dass sie zu alten Stecken zurückkehren, dass sie kleinere Spiele machen, dass sie sich irgendwie darauf einigen können. Weil es kommt ja auch immer dieses Thema, zum Beispiel Kampfsystem. Ich glaube, fast alle in der Community sagen, Risen 1 hatte das beste Nahkampfsystem. Mhm. So, hätte man dieses Kampfsystem genommen und in Risen 2, in Risen 3, in Elex 1 weiter mit eingebaut und es immer wieder verfeinert. Weil das ist ja auch etwas, was zum Beispiel ein Dark Souls gemacht hat. Du hattest ein Demon's Souls hat es angefangen. Du hattest ein Demon's Souls Kampfsystem
Und dann wurde es in Dark Souls benutzt, immer erweitert, Dark Souls 2 erweitert, Dark Souls 3 erweitert. Und jetzt in Elden Ring hast du ein sehr ausgereiftes Bild von diesem Kampfsystem, was auch sehr gut funktioniert und womit eine große Spielerschaft sehr zufrieden ist. Und das heißt nicht, dass man dieses Kampfsystem einfach jetzt adaptieren muss und überall einbauen muss, sondern Piranha Bytes hat ja ihre Wege und Möglichkeiten. Zum Beispiel, die hatten ja auch in Risen 2 zum Beispiel nette Ideen fürs Kampfsystem, aber die Umsetzung war dann wieder katastrophal. Ja. Und in Elex 1 waren auch wieder nette Ideen, aber die Umsetzung war dann auch wieder mäßig. Und in Elex 2 ist es für mich genau das Gleiche. Und vor allem jedes Mal ist es immer was Neues. Und du denkst dir so, okay, warum? Warum wird denn immer alles verworfen und wieder komplett neu gemacht? So, es passt wieder zu diesem, wir machen das, worauf wir Bock haben. Aber wenn man es selber spielt, dann muss man doch spätestens merken, okay, irgendwie funktioniert das nicht. Die Gegner sind zu schnell, diese Animationen sind zu clunky. Du hast ja sowas wie Telegraphing, ist ja ganz wichtig bei so Spielen, die actionlastig sind, wo du musst ja die Attacke sehen, um darauf reagieren zu können. Ja. Das ist immer Elex 1 und 2 in den seltensten Fällen gegeben. Ja. Ja, ich und das, ja. Ich wollte nur sagen, dieses immer, dass die Sachen immer neu machen, ich verstehe es zum Teil schon, ich verstehe es aber dann nicht, wenn man sagt, hey, wir haben jetzt hier was Gutes geschaffen, was Solides, warum man das dann nicht weiternimmt, weil klar, dass man sowas wie bei Gothic 1 vielleicht gesagt hat oder meinetwegen auch Gothic 2, das hat zwar vielen gefallen, aber es war dann doch noch ein bisschen unintuitiv vielleicht, vor allem für neuere Spiele, dass man dann sagt, okay, komm, das schmeißen wir nochmal weg, ist ja verständlich, aber wenn man einmal was Solides, Gutes geschaffen hat, warum dann das wegschmeißen, das habe ich nicht ganz verstanden. Und ich habe auch insgesamt so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht ganz verstehen, auch wie sie sich verändern sollen, weil ein großer Vorwurf ist ja auch immer bei Piranha-Bytes-Spielen, also sie entwickelt sich nie weiter. Das ist natürlich für uns Gothic-Fans nicht so ein großes Problem, weil wir sagen, wir wollen eigentlich immer wieder Gothic haben, aber ich finde trotzdem, sie sagen dann auch immer selber, ja, es ist so schwierig, irgendwas Neues zu machen und dies und das, und da höre ich immer so ein bisschen raus, dass sie auch gar nicht verstehen, was es bedeutet, sein Spiel weiterzuentwickeln. Also warum denn mal nicht irgendwie ein bisschen weiterdenken und mal ein neues Feature hinzufügen, das es so in Gothic noch nicht gab. Also sie haben ja in Elex da so ein bisschen was versucht, so Jetpack und so, aber das ist alles so, ich weiß nicht, das sind so Kleinigkeiten, die eigentlich nichts ausmachen. Verstehst du, was ich meine? Also man hätte ja mal, ich weiß nicht, dieses Base-Building haben sie ja so ganz leicht angefangen, aber man stellt sich mal vor, man hätte das irgendwie wirklich konsistenter umgesetzt und wirklich gesagt, komm, wir machen jetzt mal, dass man sich so eine kleine Basis bauen kann. Das wäre doch mal so ein neues Feature und würde das mal ein bisschen auffrischen, weil das Problem ist, sie haben ja schon mehrere Fantasy-RPGs im Stile von Gothic abgeliefert. Gothic 1, 2, 3 hast du und Risen 1 hast du auch noch. Also das ist ja mehr als genug. Und es ist auch verständlich, dass man, wenn sie es immer weitermachen, das ist ja irgendwie auch ein bisschen langweilig. Du hast ja diese Spiele schon. Sie müssen sich schon auch mal ein bisschen überlegen, wie könnten wir das Konzept noch ein bisschen weiterentwickeln irgendwie und sich da mal ein bisschen auch was trauen. Weil sie, wenn sie sich dann was trauen, dann nur so halbgar irgendwie. Ich finde aber dafür, dass man sich neue Features, in sein Spiel einbauen möchte, müssen ja erstmal die alten Dinge, die Basis, die muss ja funktionieren, muss ja gegeben sein, sonst darfst du ja gar nicht drüber nachdenken. Und bei jedem Spiel war es jetzt immer so, es wurde gefühlt, das, was früher gut war, wurde immer schlechter. Und dann noch neue Sachen drauf, Und dann neue Sachen obendrauf und zum Beispiel, du hast dann so Punkte wie dieses sehr aufgezwungene Moralsystem, was die seit Risen 3 irgendwie mit reinbringen wollten. Immer schon was Quatsch, das war immer schon Quatsch, fehl am Platz wirkt, weil in Gothic 1 beispielsweise, da konntest du Bloodwyn Erz geben oder eben nicht. Aber da kam keine Meldung, hat gesagt, das wird Konsequenzen haben oder das hat Bloodwyn nicht gefallen, sondern du hast einfach nachher, bist du in seine Falle reingelaufen. Das ist doch viel besser, als wenn das überall so 1000 Anzeigen und hier. Allgemein witzig, weil dieses ganze Moralsystem hat noch nie funktioniert. Es gibt ungefähr kein Spiel, selbst in Fallout, wo es noch halbwegs funktioniert, wo dann immer steht, du hast Karma verloren, wenn du irgendwas stiehlst, so. Aber selbst das ist so, brauche ich nicht, das nervt eher so. Du hättest es auch genauso gut weglassen können. Also ich verstehe es eh nicht, weil da, wo die angefangen haben, das zu machen, hat sich eigentlich schon rausgestellt, das ist jetzt nicht das Top-Feature, was dein Spiel besser macht, sondern das ist halt so ein aufgesetztes Feature irgendwie, wo nicht wirklich viel Mehrwert bringt. Deswegen, ich finde allgemein, wenn sie dann irgendwie neue Features machen, wie gesagt, erstmal die alten Sachen, ich verstehe auch nicht, warum sie Sachen immer wieder verwerfen. Das ist so ein bisschen, auch Risen 1 und 2, bestes Beispiel. Das Risen 1 Kampfsystem war sehr mittelmäßig und nicht besonders gut. Und in Risen 1 war es richtig schön, irgendwie cool gemacht und die Kämpfe waren so ein bisschen, hatten so Spannung und haben einfach Spaß gemacht, weil sie auf der einen Seite hattest du irgendwie nicht so viele Features im Kampf und gleichzeitig konntest du irgendwie blocken, parieren, ein paar hier Seitenschlag machen und solche Sachen. Ja. Ich verstehe es teilweise auch nicht, warum man dann da auf so ein ganz komisches wieder Clickbashing zurückgeht in Risen 1 und diese komischen Musketen umsetzt, die total furchtbar sind. Das sind ja Dinge, wo jeder, glaube ich, ein großes Fragezeichen im Kopf hat. Und zum Beispiel Risen 1 hat zwar ein gutes Nahkampfsystem, aber da war auch wieder das Magiesystem war viel schlechter als in Gothic 3. Das Bogen, also ich habe ja irgendwann neulich, vor ein paar Monaten, habe ich ja einen Risen 1 Bow-Only-Run gemacht. Es ist katastrophal.
Das, also wirklich, der Bogen ist zwar verhältnismäßig stark in dem Spiel, aber die Animation, du hast teilweise nicht mal vernünftige Animationen, ne, für den Bogen. Risen 1 meinst du, oder? Risen 1, ja, ja. Ja, das stimmt. Ja, ich habe auch fast nie im Bogen gespielt, das ist tatsächlich nicht besonders gut, ja. Und da fragt man sich auch so, okay, das läuft gut. Dann könnte man ja sagen, okay, das Nahkampfsystem von Risen 1 hat funktioniert, das entwickeln wir weiter. Aber wir wollen lieber das Magiesystem von Gothic 3 mit diesen Ragdoll-Effekten, wie alle Gegner wegfetzen. Ich spiele bis heute gern Gothic 3, weil ich einfach weiß, wenn ich am Ende so Meteor mache und in eine Menge von Orks reinzaubere, dass die alle wegfliegen, 1000 Kilometer. Das macht einfach Spaß. Und kein anderes Spiel, also die wenigsten Spiele, geben mir dieses Gefühl von, ich bin so ein übermächtiger Magier wie Gothic 3. Ja, ne? Ja. Ja, wer kennt es nicht, auf dem Dach draufstellen und dann Feuerwelle nach unten ballern. Genau, ne? Feuerwelle oder Meteor oder und diese ganzen Sachen. Und auch wenn wir jetzt nochmal zum Thema zum Beispiel Moralsystem kommen, Gothic hatte schon immer sowas wie ein Moralsystem, auch damals schon. Wenn du gestohlen hast, wurdest du bestraft. Ja, wenn du jemanden umgebracht hast, wurdest du bestraft. Aber es wurde nicht großartig thematisiert, sondern die NPCs selber haben es authentisch in der Welt dir erklärt. Und es war nicht von außen rum so, überall waren Anzeigen und keine Ahnung, so verpackt in einer billigen Story und es macht gar keine Auswirkung. Weil ich habe ja Elex 2 zum Beispiel als böse gespielt. Und im Endeffekt, Hauptpersonen verschwinden einfach aus dem Spiel. Die Quest wird ab irgendeinem Punkt einfach abgebrochen. Echt? Und du hast gar keine alternative Lösung, sondern es ist einfach weg dann. Und in dem Fall ist es sogar jetzt, Spoiler, die Mutter von Jack, von Dex, also deine Frau quasi, Kaya, verschwindet einfach aus dem Spiel und ist dann einfach weg. Und wie kann, also ich meine, das sind, ich meine, wir reden heute auch eher über die Probleme, die Piranha Bytes hat, aber ne, also es ist halt, dieses Thema kommt, da kommt halt viel zusammen. Und man merkt auch gerade meinen Unmut hier einfach, ja, klar, und meine Traurigkeit, wenn ich darüber rede. Ich übrigens, witzigerweise wollte ich das gerade auch ansprechen, das mit dieser Kaya, weil ich das noch mich erinnere, da aus diesem Gothic 2 Podcast wurde es, glaube ich, auch angesprochen, dass die dann einfach verschwindet. Und ja, gut, das mag so ein Zeitproblem gewesen sein, dass man am Ende irgendwie keine Zeit mehr hatte, das auszuarbeiten, aber. Ja, ich würde vielleicht noch mal zu dem Engine-Thema ein bisschen zurückkommen. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Und vielleicht zum Abschluss noch mal ein bisschen darüber sprechen, wo es vielleicht schon Sinn macht, dass sie die Engine, eine andere Engine benutzen. Weil da gibt es ein paar Punkte, die Spieler ja nicht so sehen. Oder wo die Spieler würden ja sagen, ja, weil damit die Grafik besser ist und so weiter. Aber es gibt ein paar andere Punkte, die man vielleicht nicht so im Blick hat, die schon, wo man sagen könnte, okay, da macht es vielleicht Sinn. Und das ist natürlich einmal, das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum das andere Entwickler auch machen, dass sie sagen, langfristig haben wir vielleicht weniger Aufwand, weil so eine Engine zu betreuen ist natürlich schon ein sehr, sehr großer Aufwand, auch weil zum Beispiel neue Konsolen rauskommen, da muss man da das wieder anpassen und das halt neu portieren für die entsprechenden Konsolen und so weiter. Das heißt, das vor allem für so ein kleines Team wäre es nicht ganz dumm. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal gesagt, ich finde auch, vom Schritt zu Risen of Elex hätte man sich vielleicht überlegen können, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob sie da schon bei THQ Nordic waren, weil ich glaube, wenn du unabhängig bist und dir einen Publisher suchst, ich glaube, der wird nicht sagen, ja, steig doch mal um, weil der muss das ja dann auch bezahlen, den Umstieg, weil das ist nicht besonders billig. Aber trotzdem, ich finde, da hätte es zumindest thematisch Sinn gemacht, weil man doch dann einige neue Features hat und weil man ja auch merkt, von Risen 3 zu Elex 1 hat sich schon sehr viel verändert. Das heißt, vielleicht hätte man noch am besten umsteigen können. Ja. Und dann hätte man langfristig vielleicht weniger Aufwand. Ein Gegenpunkt da, habe ich auch gerade schon genannt, ist halt, das ist nicht ganz billig, aber gleichzeitig ist es auch nicht billig, eine Engine zu entwickeln nebenbei. Also das gleicht sich vielleicht so ein bisschen aus. Trotzdem ist es erstmal ein Aufwand von wahrscheinlich sogar einem Jahr, sage ich jetzt mal, dass du umsteigst von deiner alten Engine auf die neue. Du musst ganz viele Tools wahrscheinlich nachentwickeln, weil die halt schon Sachen schon irgendwie gebaut haben für ihre jetzige Engine. Das heißt, es ist schon mit relativ Aufwand verbunden und man darf sich das nicht so einfach vorstellen, dass man einfach irgendwie das wechseln kann, so sich einarbeiten. Außerdem ist wahrscheinlich auch das Piranha Bytes Teams da vielleicht ein bisschen träge und sagen so, ah, da müssen wir da alles neu lernen. Ich meine, jeder kennt das, wenn er schon mal was kann und ist er froh, dass er das kann, dann hat er nicht so viel Lust, jetzt irgendwas komplett Neues zu lernen. Das ist ja verständlich. Klar. Aber wieder zu den Pro-Punkten zurück, ich komme schon wieder in Kontrapunkte rein. Ja, dann gibt es natürlich, das ist auch nicht von der Hand zu weisen, sowas wie Unreal Engine hat bestimmt eine Reihe von Features, die sehr interessant sind und die Piranha Bytes Engine jetzt nicht hat. Da spreche ich allerdings weniger von Grafikfeatures, sondern eher für so Workflow-Sachen. Oder einfach, die haben zum Beispiel sehr ausgeklügelte Partikelsysteme. Da könntest du zum Beispiel sowas machen, dass du halt sehr cool irgendwie Gebäude zerstören kannst. Ob die das jetzt brauchen, ist eine andere Frage, aber nur mal als Beispiel. Die haben auf jeden Fall, weil die ein riesiges Team haben, das an dieser Engine arbeitet, hast du natürlich schon ein paar coole Features, auf die du zurückgreifen kannst. Und dir werden Sachen leichter gemacht. Und wie ich auch schon gesagt habe, sie könnten sogar von diesen Assets profitieren.
Aber das ist auch immer so ein bisschen so eine tricky Sache, weil du musst die dann mit deinen eigenen Assets, die du erstellst, ja anpassen und so. Das heißt, das ist auch nicht ganz trivial. Aber das wäre noch ein Punkt. Und das wären so die Hauptpro-Punkte, würde ich sagen, warum es schon Sinn machen könnte, eine andere Engine zu nehmen. Und da sieht man, das hat eher damit zu tun, dass es für den Entwickler ein bisschen einfacher wird, dass er langfristig weniger Aufwand hat und vielleicht von, ja, einfach weniger Stress hat, sich mit der Engine auseinanderzusetzen. Aber ja, aber dieser Umstieg ist natürlich dann total schwierig, weil, ja, du, wie du gerade meintest schon, so, man braucht ja Geld dafür, man braucht die Leute, ne, die auch da mit dieser Engine arbeiten können, weil, ich meine, die sind jetzt ja alle an ihre Engine gewöhnt, ne? Aber da ist gerade noch ein Punkt, der auch nur für eine neue Engine spricht, weil du es natürlich viel leichter hast, neue Leute zu finden. Weil Unreal Engine wird wahrscheinlich im Zweifelsfall sogar und Unity Engine auch in Ausbildungsstätten wahrscheinlich benutzt, weil das sind Industriestandard-Engines, sag ich jetzt mal. Mhm. Abgesehen von natürlich, EA hat auch eigene Engines und das sind natürlich auch Industriestandard, mehr oder weniger. Aber ich sag mal so, das sind sehr, sehr bekannte Engines und dementsprechend hast du es viel leichter, da Entwickler zu finden. Das wäre auch noch ein Pro-Punkt dafür. Und der würde dem bestimmt auch gut tun, in Anbetracht diesen Kritikpunkt, den ich noch geäußert habe, dass sie vielleicht ihnen die ein oder andere Person fehlt, die sich mit irgendwas auskennt. Und wenn du da irgendwie, ja, da findest du einfach viel leichter jemanden mit so bekannten Engines, sag ich jetzt mal. Ja, das stimmt. Also können wir festhalten, Piranha-Bytes-Spiele sind nicht aufgrund der Engine schlecht, sondern sogar mal so gut wie gar nicht. Der wird ganz wenig. Also hat mit der Engine so gesehen nichts zu tun, sondern eher mit den Leuten, die mit der Engine arbeiten und mit den Ungereimtheiten im Team vielleicht, dass da bestimmte Leute fehlen, die Experten sind in ihrem Bereich, dass da jemand fehlt, der die Führung übernimmt und eine genaue Zielsetzung hat. Ne? Genau. Und ja, also ich meine, das macht auch alles Sinn. Und ich zum Beispiel, nach dem Gespräch jetzt mit dir, habe ich auch wieder viel dazugelernt. Für mich macht das jetzt auch, also auch das Ganze drumherum macht für mich dann auch irgendwo mehr Sinn, auch wenn es trauriger ist, weil es ist ja schön, wenn man einfach sagen kann, okay, die Engine ist schuld. Ist natürlich keine Lösung, aber man hört das lieber als, okay, die machen halt irgendwie nicht mehr so einen guten Job wie früher. Ne? Und man hört ja auch immer, ja, aber das ist ja ein kleines Team und dafür ist ja gar nicht so schlecht. Aber da muss ich auch leider sagen, dieses Argument funktioniert, finde ich, auch nicht richtig, weil man sagt ja nicht, okay, das Kampfsystem gefällt mir nicht, aber weil es ein kleines Team ist, finde ich es jetzt gut. Ja. Das so ist es nicht. Und es gibt andere Leute, die haben mit kleinen Teams oder als Einzelentwickler, wie du einer bist, die haben ganz andere Spiele gemacht und die wurden auch sehr erfolgreich, weil man sich eben darauf konzentriert hat, was sind meine Stärken, was habe ich für Mittel und was kann ich erreichen in einem bestimmten Zeitraum. Ne? Also realistische Ansätze das finden. Und ich glaube, übrigens, es ist sogar meiner Meinung nach die wichtigste Fähigkeit, die ein Spielentwickler braucht oder ein Team dann braucht. Eben dieses, weil sich ein krasses Spiel ausdenken kann jeder. Immer mal wieder höre ich Leute, die irgendwie kommen und sagen, boah, ich habe die Idee für das krasse Spiel und ich will dir jetzt das nicht erzählen, was viel zu krass ist, so ungefähr. Ja, aber setz es halt mal um. Dein AAA-MMO-RPG wirst du ganz sicher nicht mit weniger als ungefähr 10 Milliarden Budget machen. Das heißt, und vor allem, je kleiner dein Team ist, umso mehr wird diese Fähigkeit natürlich wichtig, dass du dir da was ausdenkst, weil alles kostet Geld, alles kann nach hinten losgehen. Ich meine, das synergiert alles miteinander. Jedes einzelne Feature von Grafik über Kampfsystem und so weiter. Deshalb, und da habe ich das Gefühl, das ist ihr größtes Defizit meiner Meinung nach, das hinzubekommen. Diese Fähigkeit einzuschätzen, wie viel können wir machen und ihre Fähigkeiten aufeinander abzustimmen und daraus dann was Stimmiges zu machen, auch wenn das heißt, vielleicht an einer Stelle was abzuspecken oder zu sagen, hey, das kriegen wir einfach nicht so hin und dann stilisieren wir zum Beispiel oder machen andere Sachen, um das uns einfacher zu machen. Ich hab lieber wieder eine kleinere Welt mit vielleicht einer Hauptsiedlung, wo man immer wieder hingeht, die sich vielleicht verändert im Laufe einer Geschichte, anstatt dass ich sehr viele große Siedlungen habe, wo viele Fraktionen sind und. Also darauf würde ich dann lieber verzichten. Ich würde lieber auf verschiedene Features verzichten, die ich gar nicht brauche, zum Beispiel wie das Moralsystem oder Dinge. Damit müsste sich überhaupt keiner auseinandersetzen, sondern man könnte es eigentlich wie früher machen, dass man nicht jeden an die Hand nehmen mit diesem Moralsystem und nicht jedem sagt, okay, das war jetzt aber böse, sondern dass es mal einfach wieder der NPC dir selber sagt, weil ich meine, simpler geht's doch gar nicht. Du klaust was, ein NPC greift dich an, beschwert sich oder und wenn du dann nachher bei der Stadtwache vorbeikommst, sagen die, ja, hey, du musst jetzt Geld bezahlen, sonst ist dein Ruf nicht wiederherzustellen. Und ich meine, das ist so ein simples System, aber es hat funktioniert und auch sowas würde, wenn man es heute macht, auch funktionieren, weil als Gothic-Spieler erwartet man ja jetzt wirklich nicht, ne, die dramatischste Story oder die besten Wendungen oder, sondern und trotzdem geht das, weil ich nehme gerne Acholos als Beispiel. Das ist auch ein kleines Team von ca. 30 Leuten gewesen und die haben mit der Gothic 2
Engine und mit dem Konstrukt des ganzen Modkits und drumherum haben sie ein Meisterwerk von einem Spiel erschaffen, was Gothic nimmt, die Basis, und nochmal erweitert um so viele Dinge. Und es hat wirklich sehr gut funktioniert und es ist ein tolles Spiel. Und man sieht, okay, auch ein kleines Team kann das schaffen. Und klar hatten die ein anderes Grundgerüst, aber theoretisch müsste man sagen, Piranha Bytes hat auch das ganze Grundgerüst schon. Vor allem darf man, also ich würde sogar sagen, dass das schwieriger ist, weil diese Modding-Tools natürlich nicht ansatzweise so weit entwickelt sind und es teilweise viel umständlicher und klankier ist, damit zu arbeiten. Also da haben die wahrscheinlich viel weiterentwickelte Tools, Piranha Bytes. Natürlich, der einzige Unterschied ist, die müssen im Zweifelsfall von Elex 1 auf Elex 2 die Engine noch ein bisschen anpassen, aber das wird nicht so massiv viel gewesen sein. Nee, das sieht man ja auch eigentlich an dem ganzen Bild, was am Ende dabei rumkommt. Ne? Und ich hoffe einfach, dass sie wirklich die Kurve kriegen und man wünscht ihnen ja auch Erfolg. Man wünscht ihnen, dass sie ein gutes Spiel machen, dass sie erfolgreich werden, damit man weitere gute Spiele bekommt. Ja. Und ich denke, ich werde jetzt, als nächstes wird wahrscheinlich jetzt Elex 3 kommen. Ja, ich bin immer noch immer so ein bisschen gespannt, bin ich schon. Weil man ist immer so gespannt, was schaffen sie es mal wieder? Oder wird es mal besser wieder? Das ist ja so dieses, schaffen sie es mal wieder? Wann war denn dein letztes Mal wieder Moment? Ich traue immer so ein bisschen bei Gothic 3 hinterher, weil Gothic 3 hatte so gute Ambitionen und hatte so, also man sieht ja auch, die Basis ist da, aber zur damaligen Zeit war das ja so, wow, einfach diese Riesenwelt und diese ganzen Ideen, die sie hatten. Und da ist auch so viel Liebe zum Detail, das siehst du auch bis heute, auch wenn die Grafik und alles ein bisschen schlechter gealtert ist als Gothic 1 und 2. Aber trotzdem, man sieht ja auch, alleine wenn du Mods drauf machst und auch Shader und so, wie gut das auch noch heute aussehen kann und wie stimmig das Ganze wirken kann, wenn man diese Community-Patches und alles dazu nimmt. Und da finde ich es so ein bisschen schade, dass daraus nichts geworden ist. Ich glaube, wäre Gothic 3 nicht so gefloppt, dann wäre Piranha Bytes heute ein ganz anderes Team. Ne? Das ist übrigens aber, finde ich, ein gutes Beispiel, Gothic 3, weil es eigentlich auch sehr viele Sachen falsch macht und vor allem teilweise war ja ganz vor. Gut, ich meine, ungepatcht kann man das unmöglich spielen, aber ich meine, das ist auch ein gutes Beispiel, wo vieles fehlt und trotzdem am Ende des Tages ist es aber stimmig und ich spiele es heute immer noch sehr gerne und spiele es auch immer wieder. Ja? Und finde das auch sehr cool. Das ist natürlich ein anderes Spiel und fokussiert sich mehr auf dieses Questen, Leveln und Character-Building, als es jetzt in Gothic 2 so komplett auf die Atmosphäre geht und wo es mehr ein bisschen mehr um Story geht, sag ich jetzt mal. Ich meine, finde ich Xardas, das ist der Klassiker. aber wie gesagt, ich finde selbst Gothic 3, obwohl es wirklich unbestreitbare Defizite hat, ist es trotzdem eigentlich noch 10-mal konsistenteres, durchdachteres Spiel als Elex 1 wahrscheinlich und Elex 2. Ja, auf jeden Fall. Und ja, eigentlich irgendwie ein trauriges Thema. Deswegen sage ich jetzt mal was Positives. Auf jeden Fall hat mich das Gespräch mit dir sehr gefreut. Ich konnte heute sehr viel mitnehmen. Sehr viel gelernt, ne? Auch dazu gelernt über Game Engines und die Arbeit damit. Mhm. Und ich will nochmal die Leute daran erinnern, wenn ihr euch für Markus Projekte interessiert, ich packe die Links in die Beschreibung von seiner Seite, von seinem YouTube-Kanal und schaut da gerne mal vorbei. Und wir sind jetzt schon bei 1:22, haben uns schon wieder komplett verquatscht hier. Aber auch in Zukunft, wir haben heute über Game Engines geredet und über die Probleme von Piranha Bytes, da könnte man auch wahrscheinlich noch ewig weiterreden. Ich würde sagen, in Zukunft kannst du auch dann gerne nochmal wiederkommen, dann finden wir bestimmt noch ein anderes Thema oder gehen vielleicht ein bisschen mehr ins Detail, auch vielleicht bei deinem Projekt. Ich hatte auch sogar schon eine Idee, also nur mal so in den Raum geworfen. Man könnte sich zum Beispiel auch mal über Kampfsysteme behalten, weil das jetzt ja auch öfter mal aufgetaucht ist, was da so dazugehört, was ein Kampfsystem so ausgemacht, wäre bestimmt auch ein interessantes Thema. Sehr gerne. Kann ja auch gerne mal in die Kommentare geschrieben werden, vielleicht Vorschläge oder was ihr allgemein von diesem Vorschlag haltet. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Also Kampfsysteme, da bin ich auch für zu haben, weil ich habe da auch so meine Vorlieben und was ich gerne spiele. Und auch was du gerade sagst schon, wenn ihr Ideen, Anregungen, was auch immer, Feedback habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, das war's von mir und ich gebe dir jetzt einfach mal das Schlusswort, Markus. Ja, also mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, dabei zu sein. Und was Jorgen auch gerade gesagt hat, ihr könnt gerne auf meinen Kanal vorbeischauen. Ich werde auch demnächst eine Beta fertigstellen, die man dann auch spielen kann. Weiß nicht genau, wie lange es dauert, ein paar Monate. Und würde mich da sehr freuen, wenn auch von Gothic-Fans ich da Feedback bekommen würde von Leuten, die versiert sind mit RPG-Spielen. Und ja, das war's von meiner Seite. Ciao.